Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ihr könnt schon erkennen, es ist wieder Einpackzeit. Was soll ich sagen? Vielen herzlichen Dank für diese tollen Bestellungen, die ihr gemacht habt, was es mir ermöglicht, jetzt ein weiteres Video für euch zu machen. Und ich bin gespannt, was ihr zu den Bestellungen sagt. Ich habe euch ja gesagt, dass ich alle Bestellungen soweit abgearbeitet hatte und dass es sehr, sehr gut aussieht, dass die Bestellungen, die danach kommen, auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Video auftauchen. Und dem möchte ich auch Folge leisten. Das heißt, ich habe mir schon ein paar Bestellungen zusammengesucht. Schaut mal. Zack, zack, zack. Nummer 1, Nummer 2. Dann haben wir hier noch 2 drin. Dann haben wir hier noch tatsächlich 4 Bestellungen in einem Rutsch, was ihr nicht erkennen könnt. Schaut mal, eine Bestellung und noch eine Bestellung und noch eine Bestellung. Was soll ich sagen? Noch eine Bestellung und hier vorne haben wir noch eine Bestellung. Also, wir haben heute ein bisschen was am Start. Das wird aber nicht das letzte sein, denn ich habe in der Zwischenzeit, bevor ich die Sachen ausgedruckt und fertig gemacht habe, noch ein paar neue reinbekommen. Und alles, was nicht so Release Paper beinhaltet, werde ich vielleicht auch noch mit in dieses Video reinpacken. Das heißt, ich habe jetzt heute ein bisschen was, was ich euch zeigen möchte. Und dann, das geht auf die Reise. Das wird vielleicht auch zum Wochenende bei euch sein. Also ihr werdet es wahrscheinlich schon haben, wenn ihr das Video jetzt nachträglich schaut. Nichtsdestotrotz wird es noch eine zweite Runde geben. Die werde ich aber wahrscheinlich, vermutlich, wann werde ich das machen? Am Freitagabend werde ich das drehen, dass ich das Samstag auch nochmal abgeholt wird. So ist zumindest ein bisschen mein Plan, weil momentan stapelt sich das ein bisschen alles. Der Montag war für Schnibbeln draufgegangen. Gestern war ich tatsächlich beim Zahnarzt. Danach ging es mir nicht so gut. Da habe ich dann auch gesagt, nee, das bringt heute nichts, das ist für euch dann auch nicht so gut. Wie gesagt, da musste ich den Abend dann so ausklingen, das habe ich ja gestern auch wirklich nicht mehr viel gemacht. Und heute haben wir Mittwoch, das heißt, morgen gehen die Päckchen dann raus. Diese alten Sachen, die bestellt worden sind, das heißt, dass wir da auch so ein bisschen dabei sind. Und alles, was danach noch bestellt wurde, geht entweder so mit raus. Das heißt, ich gucke nachher, wenn wir das fertig haben, ob ich noch was anderes mit rausschicken kann. Und wo explizit YouTube-Wünsche waren, die hebe ich mir natürlich auf. Die werde ich für den Freitag aufheben. Und dann werden wir da auch nochmal packen. Und dann werde ich gucken, was ich mit euch packen kann, was ich denn alles schon vorbereitet habe. Wenn ich noch Release-Paper schneiden muss, dann wird es wahrscheinlich nichts, dann kommen die erst danach die Woche. Aber danach die Woche wird es sehr spannend, Leute. Was soll ich euch sagen? Am 6.3. kann ich euch schon mal anteasern, wird es ein Restock, Relaunch, wie auch immer ihr das nennen mögt, geben. Also ich bezeichne das jetzt einfach mal als Restock, wobei es nicht ein echter Restock ist. Es ist nicht nur, dass alte Produkte wieder in den Shop kommen, wie zum Beispiel ein Restock von alten Bildern, also sprich die Hagebutten kommen nochmal rein. Es wird die Chrysanthemen mit Steine geben zum Beispiel, das kann ich euch schon mal verraten. Und es wird auch, ich glaube, das Mäuschen wird nochmal wiederkommen. Ich glaube aber nicht mit 120 Farben, weil ich das noch, das ist noch in Umarbeitung, damit es für euch dann besser zum Painten ist oder beziehungsweise schöner ist. Also da gibt es noch eine Änderung, bevor ich das wieder ordern kann. Da hatte ich doch keine Zeit, mich darum zu kümmern. Aber das wird es auch nochmal wieder geben. Und es wird vielleicht auch noch ein anderes Bild, je nachdem, was ihr so bevorzugt, auch nochmal mit 120 Farben oder 100 Farben geben, sodass ihr dann auch Restesteine dann super, super viele verwenden könnt. Die wird es nicht mit normalen Steinen geben, sondern nur als Resteleinwand. Aber ich finde, das ist völlig okay. Nichtsdestotrotz, die drei Sachen kann ich euch schon verraten. Und am 6.3. wird es den Restock geben. Also mit neuen Produkten, mit alten Produkten. Ja, und auch wirklich, was soll ich sagen, querbeet. Na, also ich fülle viele Sachen wieder auf, die schon mal da waren, die es jetzt anders gibt. Ich sage jetzt beispielsweise, es wird wieder neue Registerkarten geben. Ihr werdet neue Sortierhilfeboxen bekommen. Ihr werdet neue Halterungen bekommen. Also die Produkte gab es ja schon mal im Shop, ne? Es wird jetzt halt einfach nur neue Sachen geben. Und worauf ich euch nochmal hinweisen wollte. Mein Stichwort ist, wenn ihr in die Produkte reinschaut und ich habe die vorher schon mal drin gehabt und ihr habt die auf der Wunschliste,
dann kann es sein, dass ihr die jetzt immer noch auf der Wunschliste habt, obwohl es nicht mehr das originale Produkt ist, was ihr vorher drauf hattet. Beispielsweise, ihr habt euch für rote Sortierboxen, ihr habt die roten Sortierboxen bei euch auf die Wunschliste geschmissen. Die gibt es jetzt aktuell nicht mehr, sondern ich werde das Produkt umbenennen. Da wären jetzt beispielsweise lila Sortierboxen drauf. Dann schreibe ich in dem Beschreibungstext, dass es ein Artikel-Update gab am 6.3. beispielsweise. Das heißt, ihr wisst, ah ja, okay, da gab es nochmal eine Umbenennung oder das ist jetzt ein anderer Artikel, weil die der Artikelname, also diese Bestellnummer, also die Artikelnummer, die bleibt halt identisch, obwohl sich der Name und der Inhalt, also der Inhalt wird sich nicht ändern, aber der Name wird sich ändern, ne? Was da drin ist und auch das Bild wird sich ändern. Aber die Artikelbezeichnung bleibt so, dass ich nicht so ganz so viel im Shop immer wieder kopieren muss, reinnehmen muss, rausnehmen muss, sondern ich brauche das einfach nur umschreiben. Deswegen gibt es Artikel-Update und deswegen schreibe ich es auch drunter, damit ihr es einfach nachvollziehen könnt. Genauso wie bei den Magneten, wenn die zum Beispiel der Platz 82 neu belegt wird, ne, dann schreibe ich auch Artikel-Update von drunter und dann seht ihr das auch. Ich denke, für mich ist es so auch am einfachsten, nur für eure Wunschliste ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Wunschliste sich dahingehend verhält. Aber wenn ihr euch das auffällt und ihr sagt, hey, da hatte ich doch gar nicht in der Wunschliste, schmeißt es einfach wieder raus. Das sind so Produkte, die da nicht nochmal nachkommen. Beispielsweise bei dem Release Paper wird es kein Artikel-Update geben. Ja, bei den AB-Steinen wird es kein Artikel-Update geben und so weiter und so fort. Also bei den Sachen wird es kein Artikel-Update geben. Da kann ich euch schon mal beruhigen, aber halt so Sachen, die ich dann selber herstelle, wie bei den Sortierboxen, wie bei den Registerkarten und so weiter, weil ich die nicht immer eins zu eins wieder so herstellen kann. Gerade bei den bunten Registerkartenpacks, die sehen halt immer etwas anders aus. Immer. Ich krieg die nicht nochmal eins zu eins hin, weil dann ist da mal ein etwas anderes Grün, ein etwas anderes Rot, dann ist da mal kein Gelb, kein Grün, kein Blau drin. Also deswegen wollen wir uns davon aber nicht weiter aufhalten lassen, sondern kümmern wir uns jetzt um die Bestellungen, sonst wären die hier nicht fertig. Ich habe euch jetzt genug zugelatscht, ihr wisst Bescheid, 6.3. Es wird auch 3 neue Bilder geben, das kann ich euch auch schon versprechen und ganz viel anderer Kram. Wenn euch das genauer interessiert und ihr seid auf Facebook und ihr habt schon mal bei mir geshoppt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in die Facebook-Gruppe kommt. Die findet ihr, wenn ihr nach Janine X sucht, dann steht da Diamond Painting und mehr dabei und dann könnt ihr das schon sehen. Voraussetzung aktuell ist, dass ihr schon mal bei mir geshoppt habt. Ansonsten, wenn ihr sagt, ja, ich habe noch nicht geshoppt, ich war mir noch nicht sicher, ich habe dich erst gefunden, dann kriegt ihr die meisten Infos hier über diese Bestellvideos tatsächlich mit, weil ich da schon mal sehr viel Spoiler. Das ist so der relativ sichere Weg. Ansonsten bin ich ziemlich postfaul. Oder ihr seht das auf der Internetseite oben im Text, ganz oben drüber, steht dann auch schon mal, wann es einen neuen Restock gibt und so weiter. Also zum Beispiel werde ich das jetzt auch noch updaten. Dann gibt es einen Restock, da steht also Restock 6.3. um 18 oder 19 Uhr. Und dann könnt ihr das dort auch erkennen. Ihr könnt auch sehen, ob die Warenkorbreservierung quasi aktiv oder inaktiv ist. Ich werde sie versuchen, ich hoffe, ich denke dran. Beim letzten Mal habe ich es leider vergessen. Ich versuche sie wieder einzuschalten, weil das halt mit dem Restocken, wenn ich Produkte quasi den Bestand wieder auffülle, ist das mit der Warenkorbreservierung die App, die mag das nicht so, wenn man was wieder auffüllt. Die sagt, nö, ignoriere ich einfach, interessiert mich nicht, du bist nicht da. Und das ist natürlich nicht in dem Sinne, wenn ihr seht, da sind nur 20 Sachen verfügbar und ihr könnt nichts in den Warenkorb packen, weil die App einfach sagt, nö, ist gar nicht da. Naja, hilft aber nichts. Wir machen jetzt trotzdem mal den Anfang. Mit was fangen wir denn an? Wir fangen mal mit der kleinen Bestellung an. Das ist eine kleine, feine, süße Bestellung. Und zwar, schaut mal, was haben wir hier? Die Bestellung ist im Übrigen von der Franziska. Und ich meine, die Franziska habe ich vom Namen her noch nicht gesehen. Es könnte jemand Neues sein. Und tatsächlich hat sie sich für Lageretiketten entschieden. Und zweimal für rund und zweimal für eckig. Die haben wir hier. Zweimal eckig, zweimal rund, falls sie ausgehen sollten. Die habe ich nochmal nach
nachgefüllt. Also, was heißt nachgefüllt? Ich habe sie schon fertig gemacht. Ich glaube, ich habe sie nur nicht nachgefüllt. Ich muss da nochmal schauen, ob die halt genug da sind. Also, die könnt ihr dann für eure Reststeinchen benutzen. Einmal für eckige, einmal für runde. Könnt ihr euch dann aussuchen, was ihr wollt. Die Runden haben einen Stift dabei, weil die halt nur mit dem Stift zu beschreiben sind, idealerweise nicht. Ich weiß, ob jeder von euch einen Permanentstift zu Hause hat, womit man das beschreiben kann. Hier könnt ihr mit jedem Stift draufschreiben, auch mit Filzstiften, das geht auch. Filzstifte, Kugelschreiber, mit allem, ist egal. Das ist beschreib- und bestempelbar, funktioniert mit allem. Wenn ihr nasse Farbe habt, also irgendwas Nasses, was ihr da draufschreibt, dann lasst es bitte gut antrocknen und dann ist da auch alles tutti. Funktioniert. Genau. Wenn ihr wollt, dass ihr die Eckigen auch mit einem Stift bekommt, schreibt es mir mal unten drunter, weil aktuell, dadurch, dass es mit allem beschreibbar ist, habe ich jetzt da keinen Stift dazu gemacht. Aber wenn ihr sagt, nee, wir hätten auch gerne das Set mal mit Stiften, dann würde ich das nochmal als Produkt anbieten mit Stift. Dann könnt ihr euch aussuchen, ob mit oder ohne Stift. Genau, aber das packen wir jetzt einmal ein. Ich habe mir auch schon was vorbereitet und zwar, schaut mal, was ich aber nicht vorbereitet habe und ich hoffe, es passt noch. Ich habe noch keine neuen Seidenpapierbögen vorbereitet. Ich hoffe aber mal, sie reichen noch. Ich hoffe es. Es könnte sein, dass es tatsächlich für die Bestellvideos oder für das Bestellvideo noch reicht. Mein Gott. Mein Kopf sagt immer schon irgendwas anderes, bevor ich das ausgesprochen habe. Mein Kopf ist dann immer schon ein bisschen weiter und ich denke mir nur so, hallo, ich habe noch gar nicht geredet, jetzt warte doch mal. Aber noch schneller sprechen, nee, möchte ich nicht, weil ich dann auch irgendwann nicht mehr weiß, was ich noch gerade erzählt habe oder was nicht. Das ist tatsächlich bei den Videos häufiger mal der Fall, dass ich gar nicht weiß, was habe ich jetzt alles erzählt, was habe ich nicht erzählt. Muss ich noch was erzählen? Habe ich was vergessen? Und wenn ich mir die Videos dann angucke und denke, ah, ich glaube, das muss ich nochmal reinschneiden. Oder ich gucke mir das tatsächlich oder höre mir das tatsächlich wirklich nochmal an. Dann sage ich, oh Janine, du hast das vergessen. Janine, du hast das vergessen. Und irgendwann ertappe ich mich, schreibe ich das jetzt rein oder schreibe ich es nicht rein? Und ich habe das einmal im Video reingeschrieben, was ich vergessen habe zu sagen. Und dann irgendwann später habe ich es dann gesagt. Habe ich auch gedacht, ach Mann, Janine, du bist auch ein Troll. Warum sagst du es denn nicht direkt? Naja, so ist das halt. Da kann man nichts machen. So, haben wir hier irgendwas als Wunsch? Nein, wir haben tatsächlich keinen Wunsch bezüglich irgendwas. Weißt du was? Du kriegst einfach... Oh, was mache ich denn? Was mache ich denn für dich? Du kriegst einfach runde Steinchen. Du hast ja Lageretiketten rund und eckig und du kriegst jetzt einfach runde AB-Steine. Die gibt es tatsächlich auch noch nicht im Shop. Oh. Die kriegst du mit dazu. Und... dann kannst du deine AB-Sammelsucht auch dann schon mal starten, falls du nicht noch keine hast. Ich denke, das ist immer ganz fein, wenn ich euch so ein bisschen zum Sammeln anstacheln kann. Ich freue mich da tatsächlich sehr drüber. Was soll ich sagen? Ja, doch, ich freue mich, wenn ich euch so ein bisschen zum Sammeln anstacheln kann. Ich habe ja so viele schöne Sachen. Also bitte, ja. Da kann man sich, wenn man sich mal austoben kann, kann man sich richtig gut austoben. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber... für den Geldbeutel ist es manchmal nicht so gut. Aber ja. So. Aber trotzdem ist es schön. Vor allen Dingen ist es schön, wenn man Sachen zu Hause hat und dann nicht großartig drüber nachdenken muss. Und man kann dann gucken, habe ich die? Kann ich die gebrauchen für mein Bild? Kann ich die benutzen für mein Bild? Und man kann dann einfach loslegen, ohne jetzt erst nochmal auf eine Bestellung warten zu müssen. Oder zu gucken, wo kriege ich das jetzt her? Und hin und her. Das macht es manchmal tatsächlich etwas einfacher, weshalb ich auch immer ganz froh bin, dass ich dann natürlich bei mir einfach gucken kann, habe ich die Sachen im Bestand und nehme die dann einfach raus. Ne? Das ist natürlich bei mir auch ein ganz klitzekleiner Vorteil, so ganz klitzeklein. Was soll ich sagen? Aber ich freue mich über den Vorteil. Also natürlich, ne? Ich bin natürlich auch mein eigenständig bester Kunde. Manchmal mache ich es auch tatsächlich nicht. Ich habe ja meinen Wolf gerade beim in der Bearbeitung. Mein 30x40 Wolf, der übrigens auch noch im Shop zu haben ist. Solltet ihr zugreifen, bevor die Bilder raus sind. Also die Bilder werden nicht nachbestellt. Wenn die weg sind, sind die weg. Tatsächlich ist es eine der wenigsten Produkte, die ich dann nicht nachbestellen werde. Aber ja, nur so viel dazu. Also wenn die weg sind, sind die weg. Also, falls du neu bist und überlegst, ah, der Wolf oder der V oder der Flamingo,
nehmen. Ich überlege noch. Überleg nicht so lange. Wenn die raus sind, sind sie raus. Ich habe noch ein paar Bilder, die ich dann eventuell auf Reserve habe, weil immer so Reserve haben ist immer echt ganz gut. Aber wenn die alle weg sind, sind sie weg. Was brauche ich denn noch? Ja, mein lautes Abrollband. Ich habe alles drin. Sticker brauche ich nicht drauf, weil das alles tatsächlich neues Material ist. Die Flocken sind tatsächlich neu. Die habe ich mal gekauft für die Weihnachtsboxen. Ach, und zum Thema Adventskalender kann ich euch auch schon mal was berichten. Tatsächlich wird es dieses Jahr auch einen Adventskalender fürs Release Paper geben. Allerdings vermutlich nur fürs Release Paper. Ich werde wahrscheinlich keine Kombination aus Release Paper und Magnete machen, sondern nur ein mit Release Paper. Und davon wird es dann zwei Variationen geben. Einmal so ein Deluxe Adventskalender, wo halt Full-Size-Größen drin sind. Und einen kleinen Kalender, wo dann halt nur nicht die volle Größe, also wo es nicht 10 Blätter sind, wo es halt weniger ist. Und dann gibt es dann auch da nur 9x13 so zum Beispiel. Ne? Also dann nur 9x13 kleine Größen mit einer Überraschung im Fach 24. Aber das wird es dann halt in klein geben und dann wird es halt noch ein Deluxe geben, wo dann wirklich 10 Papiere drin sind, auch welche in 13x18. Und mit zwei Überraschungen quasi. Und ich denke, da könnt ihr euch dann austoben, wer was haben will. Der eine sagt, ach nee, komm, ich brauche keine 10 Papiere, mir reichen auch nur kleine. Ich will gar nichts Großes, passt schon, dann nehme ich den kleinen Kalender. Oder wenn du sagst, nee, also wenn, dann gönne ich mir. Ihr müsst ja überlegen, das sind 24 Motive A10 Blatt. Das sind 240 Blatt-Release-Papier. Damit kommt ihr eine ganze Weile hin. Und auch für verschiedenste Motive. Also wir werden wirklich, also ich werde die wirklich wieder bunt mixen. Da wird von jedem ein bisschen was drin sein. Ein paar Designs habe ich auch schon fertig und ich bin schon tatsächlich echt schockverliebt. Und ich denke, dass da auch für jeden was von euch dabei sein wird. Und natürlich wird es sie dann auch zum Vorteilspreis geben, wenn ihr überlegt, was kostet ein Release-Paper? Ich glaube, was kosten denn Release-Paper gerade? Sind wir bei 6,45 für ein 10er-Pack. Und jetzt überlegt man, ihr habt 24 Türchen. Das heißt, wenn ihr die normal kaufen würdet, 24 Türchen, dann müsstet ihr knapp 155 Euro auf den Tisch legen. So. Es ist halt auch echt viel Arbeit. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist unheimlich viel Arbeit. Aber es ist halt total cool und interessant, so 24 verschiedene Motive dann irgendwie zu designen und zu machen, die dann in den Kalender reinkommen. Und die Kalender werden sich überschneiden. Also wer zwei Kalender kauft, einmal den einen, einmal den anderen, es wird Überschneidungen beim Release-Papier geben. Da werde ich jetzt nicht für den einen und für den anderen Kalender separate Motive machen, sondern die werden sich überschneiden. Und deswegen, das solltet ihr noch vorher wissen. Also das werde ich nicht getrennt machen. Und sollte ich es doch getrennt machen, wird es in der Beschreibung drinstehen. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass es auf jeden Fall zwei Kalender gibt mit teilweise gleichen Sachen drin. Ne? Das macht es mir zum Planen halt einfacher. Und ihr könnt euch dann entscheiden, was für euch dann schöner ist. Genau. Ja. So schaut der Plan aus, genau. Ja, also ihr werdet dann keine 150 Euro dafür bezahlen müssen, ne? Also ich werde dann wieder einen Preis festlegen, inklusive Versand. Das müsstet ihr dann auch einzeln bestellen. Ich glaube, ich kann das sogar einrichten. Aber ihr werdet es dann auch auf jeden Fall sehen. Aber das ist der Plan. Und eventuell schaffe ich es auch, ein Winterbild zu kreieren mit Kästchen zum Painten. Ich glaube, es wird eher kein Adventsbild sein. Also ihr könnt es dann für einen Advent nehmen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache und ob das wirklich kommt. Ich weiß es tatsächlich noch nicht, weil hätte auch noch gar kein Motiv. Aber eventuell ergibt sich ja was. Es ist ja noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Also von daher, wenn es kommt, dann kommt es. Und dann hoffe ich, dass das auch mit euch funktioniert. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ich erzähle schon wieder viel zu viel und ich komme hier nicht vorwärts. Das ist echt schlimm.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist das Gebabbel auch einfach, wo ich mir denke, so, meine Güte, Janine, du kommst nicht vom Fleck und du wirst irgendwie gefühlt nicht fertig, weil du so viel babbelst. Aber ja, so, ich muss jetzt mal eben das Ding wegpacken, damit ich das auf die Seite packen kann. Damit ich nämlich weitermachen kann. Wir machen weiter mit, oh, das haben wir fertig, das können wir zur Seite rollen. Wir machen mit dem weiter. Oh, wir haben nochmal. Wir packen quasi dasselbe nochmal, aber nur mit einem einzigen Stück. Okay, cool. Wusste ich gar nicht, dass ich zweimal die hatte. Ich habe sie zwar eingepackt, aber hey. Das ist für die liebe Claudia. Die hat sich nämlich einmal eckig, einmal rund bestellt. Und auch hier habe ich schon den Karton vorbereitet. Und auch die Claudia kriegt, wie eben, ich bleibe dabei. Also ich finde das cool, dass ihr auch rund für rund was bestellt. Dann habe ich auch immer noch eine Motivation, euch runde AB-Steine mitzugeben. Auch die Claudia kriegt einmal runde AB-Steine. Und für die Claudia packen wir das auch einmal ein. Wir haben ja noch eins vorbereitet. Und das geht jetzt auch relativ zügig. Und dann können wir das auch gleich einpacken. Sehr schön. Also ich freue mich tatsächlich über jede eurer Bestellungen. Ne? Ich kann euch gar nicht sagen, wie happy ich eigentlich bin. Ne? Ich bin da echt sehr, sehr, sehr glücklich. Immer wenn es dann klingelt und ich sehe das Shopify-Signal, ne, dann denke ich so, oh, ich habe wieder eine neue Bestellung, wie cool. Gucken wir gleich mal, was da bestellt worden ist. Und dann gehe ich immer in die Mails schnell rein, ja, weil ich kann es in den Mails halt einfach schneller sehen. Und dann gucke ich, dann stalke ich immer eure Bestellungen. Ich stalke die dann immer und gucke dann immer, was ihr Schönes bestellt habt. Und ich habe mich letztens wieder so gefreut, dass sie das, wie sie jetzt gleich sehen, wir werden die heute auch einpacken, eine Riesenbestellung mit Release Paper wieder angekommen ist. Und ich denke mir so, einerseits habe ich mich total gefreut und auf der anderen Seite habe ich gedacht, oh nein, schon wieder so viel Release Paper Schnibbel. Aber vielleicht habe ich das ja schon da. Und dann bin ich so freudestrahlend durch meine Stände gegangen. Und was soll ich euch sagen? Ja, ich musste doch einiges schneiden, weil ich einiges nicht da hatte. Naja, ist auch wirklich nicht schlimm, ne? Ich habe mich dann, wie gesagt, am Montag hingesetzt und habe am Montag dann schön fleißig Release-Papier geschnippelt, damit ich die Bestellung halt auch mit euch einpacken kann. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich halt so viel wie möglich, die am Wochenende reinkam, auch noch mit euch verpacke. Und ich möchte mein Versprechen gerne einhalten. Und deswegen machen wir das. So, hier kommt jetzt auch noch ein bisschen Flöckchen drauf. Flöckchen, Schneeflöckchen. Und ja, deswegen habe ich dann ganz fleißig noch das Papier geschnipselt, damit ich das mit euch einpacken kann. Und ja, ich habe relativ viel fertig gekriegt. Also ich war auch sehr glücklich drüber. Hat zwar echt auch fast 3 Stunden gedauert, weil das Drucken halt auch so lange dauert. Aber ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr happy. Ah, ich freue mich schon auf den Restock am Mittwoch, ne? Am 6. Und ihr werdet euch fragen, ja, aber Janine, warum denn bitte am 6., so mitten in der Woche? Möchtet ihr es wissen oder möchtet ihr raten? Hm? Naja, ich spoilere euch das mal. Also wenn ihr nicht spoilern wollt, dann schaltet mal irgendwie 2 Minuten vor. Aber ich habe mich für den 6. entschieden, weil ich euch eine Geburtstagsüberraschung machen möchte. Ich habe nämlich am Mittwoch Geburtstag und habe mir gedacht, hey, man muss ja nicht zum Geburtstag immer was bekommen. Man kann ja auch was geben und ich schenke euch einen Restock. Na? Wenn das nichts mehr ist, und ich werde noch sehr viel dafür vorbereiten müssen. Also ich werde wirklich dafür noch am Wochenende ackern müssen und an den Tagen davor, damit das alles so klappt, wie es soll. Aber ich mache es sehr, sehr gerne. Und deswegen haltet eure Brieftaschen fest, ne? Gebt nicht so viel Geld vorher aus. Es wird einiges geben, wirklich. Meine Liste ist so lang. Und es ist nicht gelogen. Jeder, der aus der, der schon in der Facebook-Gruppe ist, ja, danke, Facebook-Gruppe ist, der hat schon gesehen, was alles geplant ist. Und Leute, es ist wirklich eine lange Liste, wirklich. Aber ich freue mich sehr, wirklich. Ich freue mich darauf mega. Und ich bin gespannt. Ein gespannt wie ein Flitzebogen. Und dann schauen wir mal. Was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes diese schicke Bestellung. Und ihr seht, da sind schon ein paar Kreuzchen.
bisschen Release-Papier. Ein Gummiroller ist dabei. Und da fehlt noch ein bisschen was. Also holen wir mal unsere Kiste mit den Release-Paper raus. Mein Gott, die wird auch immer schwerer, weil die immer voller wird. So, da ist das gute Stück. Die haben mich alle geschnibbelt. Da stehen noch überall Nummern drauf und ich muss jetzt hier Nummern suchen. Okay, wir schauen mal. Wir haben die bunten Diamanten. Das ist die Nummer 7. Da steht jetzt keine Nummer drauf, aber die hatte ich noch. Dann haben wir den grünen Marmor. Das ist die 43, den haben wir hier. Ich habe jetzt ein bisschen eine neue Verpackung. Die ist nicht ganz so knisterig, ist auch ein bisschen fester. Die hält auch ein bisschen mehr aus, aber nicht, dass ihr euch wundert. Ne? Die hat halt, ist nur leider zu breit, eigentlich. Aber besser zu breit als zu kurz. Weil ich hatte mir nämlich noch Tüten bestellt, die waren leider zu kurz. Die konnte ich nicht mehr zumachen. Da hätte ich das Papier auf 9x12 schneiden müssen und das wollte ich natürlich nicht. Das haben wir. Dann haben wir den Valentinstag. Das ist die Nummer 64. Die 64 ist dieses Papier. Das kommt da einmal hin. Also ich streiche mal kurz ab, was ich habe. Dann einmal ein Album. Das gute Stück habe ich hier. Und jetzt wird es natürlich wieder mit dem Karton. Kennt ihr diese Kartonproblematik noch? Ich muss mal gucken, ob ich einen Karton finde. Das haben wir einmal. Das kommt, dann kommt das da drauf. Und dann haben wir noch ein Steinchenroller. Den hatte ich gerade auch. Den haben wir hier. Das gehört zusammen. Und ich freue mich sehr, dass du das bestellt hast. Wer hat es denn hier bestellt? Die liebe Andrea hat bestellt. Ja, ich freue mich. Ich hoffe, du fängst jetzt an, Release Paper zu sammeln. Dann bist du hier genau richtig. Und ich freue mich sehr, dass du dich für ein paar schöne Sachen entschieden hast. Ich brauche einen Karton. Was soll ich sagen? Ich habe noch einen unterm Tisch. Ich glaube, ich habe noch einen unterm Tisch. Wartet mal, ich habe hier genau so eine Kiste stehen. Ich habe noch eine Kiste unterm Tisch und vor allen Dingen auch eine große. Oh, wartet mal, ich habe hier noch einen kleinen Karton. Oh, wartet mal. Die Idee war gut. Der Karton ist nur leider 2 cm zu kurz, also auf der breiten Seite zu kurz. Egal, ist nicht schlimm. Dann, liebe Andrea, du kriegst einen großen Karton. Da ist er schon, er kommt angeflogen. Aber wir müssen das jetzt trotzdem einmal gut einpacken. Das machen wir jetzt, bevor wir das in den Karton stopfen. Also packe ich den mal kurz auf die Seite. Wir packen das zuerst ein und dann packen wir das in den Karton, okay? Machen wir so. Du möchtest ein Goodie haben oder nicht? Du hast hier nichts ausgesucht. Du kriegst einfach ein... Kriegst du ein Release-Paper-Goodie? Komm, ich hab noch ein bisschen Release-Paper-Goodie. Die muss ich tatsächlich auch nochmal basteln. Weil ich tatsächlich... Ich zeige euch mal, ich hatte so einen Stapel, wirklich so einen Stapel. Ich habe noch genau so viele. So viele habe ich noch. Also ich werde wieder neue basteln müssen. Da komme ich gar nicht drum herum. Ansonsten gibt es da davor erst kein Release-Paper-Goodie. Was soll ich sagen? Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass sich da so viele für entscheiden. Wirklich, habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin natürlich auf der einen Seite mega glücklich, dass ihr das einfach dann auch ausprobiert oder sagt, nee, ich habe schon was, ich will einfach noch mehr haben. Finde ich super und ich bin da auch wirklich happy mit. Aber die gehen so schnell alle. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Nee, gut. Hilft ja nichts. Hilft einfach nichts. Machen wir weiter. Ja, also was ich euch übrigens noch sagen werde, falls ihr noch nicht den Kanal abonniert habt und ihr seid neu hier und ihr möchtet gerne wissen, was an neuen Bildern reinkommt. Kleiner Spoiler noch am Rande. Abonniert bitte den Kanal. Denn... Oder ihr behaltet es noch gut im Auge. Denn es wird für die neuen Bilder eine Sneak Peek geben. Eine höchstpersönlich eigene Sneak Peek. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, da freue ich mich mega drauf. Ja, ich habe nämlich in der Sneak Peek auch noch ein bisschen was mit euch vor. Und ja, und möchte euch dann in der Sneak Peek auch noch ein bisschen was zum Restock verraten. Ha! Wie praktisch, ne?
Weil auch zum Restock gibt es eine kleine Überraschung geben. Zwei Überraschungen sogar. Zwei sogar. Und ich bin mal gespannt, wie ihr das findet. Ja, ich bin sehr gespannt. Wirklich, warum habe ich das jetzt halbiert? Macht der Gewohnheit. Ich habe mein Riespapier halbiert. Aber das brauche ich nicht halbieren. Oh Mann. Ja, das ist, wenn man was macht und dabei schwatzt. Es tut mir sehr leid. Ist nicht so gut. Nee, ist nicht so gut. So, kann ich das eigentlich so machen? Geht das vielleicht so besser? Hm? Oder lieber so? Wartet mal. Links um quer. Ich will gucken. Ich glaube, ich mache das so. Weil ich ja das einfach in das Paket gleich reinstopfen muss. Ihr könnt wieder nichts sehen, ne? Ziehe ich nochmal ein Stück raus. So, ein bisschen rausgezogen habe ich euch jetzt. Ich werde das jetzt quer einpacken. Normalerweise packe ich es längs ein. Aber da der Karton etwas weniger breit ist wie das Seidenpapier, packe ich es längs ein und dann geht es ein bisschen besser. Mit dem Einpacken gleich, da muss ich mit dem Einschlagen gleich nochmal gucken. Obwohl, ich lege das ja auch so drüber. Ich werde das so einpacken, wie wir es sonst auch immer gemacht haben. Das ist, glaube ich, am einfachsten. So. Oh, ich freue mich auf die Sneak Peek. Es ist das erste Mal, dass ich eine Sneak Peek mache und dann auch noch für mich selber. Pah. Mein Gott. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin so aufgeregt. Das ist halt echt nach dem Launch, also nach dem Launch auf meinen eigenen, auf den neuen Shop quasi. Der erste große Restock, den wir haben. Also wo wirklich viel Neues kommt. Viel Altes, viel Neues, viel wieder eingeführt, viel nachgefüllt, viel aufgefüllt. Aber eigentlich heißt der Restock, ich fülle wieder was nach. Aber ich fülle ja auch Sachen nach, aber neue Sachen nach. Neue Sachen nach, alte Sachen nach, ne? Also deswegen ist es ein New Restock, ein Old Restock. Ihr könnt es sehen, wie ihr wollt. Also alle alte Sachen, neue Sachen. Bunt gemixt. Ist für mich aber auch völlig okay. So, das muss jetzt hier rein. Ich habe auch noch ein bisschen Papier hier tatsächlich. Schaut mal. Ich habe ja noch so schönes Papier, was wir da drunter machen können. So, dann kommt das einmal in die Mitte. Ups, richtig rum. Und wenn die Andrea das auspackt, dann hat sie es direkt vor der Nase. Da kommt noch ein Aufkleber drauf, den ich auch nochmal wiederholen muss. Da haben wir sie auch schon. Da kommt nämlich einmal ein Aufkleber drauf, dass wir das Füllmaterial wiederverwendet haben. Und dann machen wir das Ganze zu. Oh, wir haben noch was vergessen bei den anderen. Machen wir gleich fertig. Bevor ich das vergesse, mache ich das mit euch auch noch fertig. Mir fehlen heute ein bisschen die Worte. Aber ich bin halt auch schon so aufgeregt, ne? Manchmal habe ich so Motivationslöcher, aber das habe ich kurzzeitig nochmal, gerade mittags so. Da habe ich tatsächlich mal hin und wieder so wirkliche kleine Motivationslöcher. Aber nicht, weil mir an sich die Motivationslöcher, sondern weil ich einfach so irgendwie so... Kennt ihr das so tote Punkte am Tag, so gerade nach dem Essen? Oder ich lege mich auch ganz gerne mittags mal hin, weil ich einfach merke, mir tut das einfach unheimlich gut, mich mittags wenigstens noch mal ein bisschen hinzulegen. Aber manchmal rafft es mich dann auch einfach weg. Und das ist natürlich für mich tatsächlich echt nicht gut, weil ich dann nicht mehr in die Gänge komme. Wobei, wenn ich dann in die Gänge komme, dann kann ich auch bis abends irgendwas machen. Das ist mir tatsächlich auch schon oft passiert, dass ich dann auch abends noch schön gewerkelt habe. Und dann ist es mir tatsächlich auch egal, ob es 8 oder 9 Uhr wird oder um 10. Puh, das juckt mich dann persönlich auch nicht. Aber ansonsten versuche ich es halt möglichst nicht zu lange werden zu lassen, dass ich halt auch abends dann einfach nochmal Zeit für mich habe. So, die Aufkleber haben wir drauf. Die haben wir tatsächlich bei den anderen vergessen. Macht aber nichts, die holen wir gleich nach. Ich schreibe jetzt hier nur nochmal eben kurz die Nummer drauf, damit das Label nachher auch seinen Platz findet und ich nicht rätselraten muss, zu welchem Karton welche Bestellung gehört. Das hatte ich nämlich tatsächlich schon mal gehabt, da habe ich es auch einmal vergessen, aber da konnte ich das zuordnen anhand der Größe der Kartons, konnte ich dann genau sehen, okay, der Karton gehört dazu und der Karton gehört dazu. Das ging dann schon, aber manchmal ist es halt nicht so einfach. Was haben wir hier vergessen? Und zwar haben wir hier die Etiketten vergessen.
die wir hier vorne noch vormachen, die machen wir jetzt auch noch mal eben schnell dran. Soll ja schön zu euch kommen. Und nicht nur halb, ne? Also die mache ich auch dran, wenn ich sie im Video vergessen würde, würde ich es nachher beim Labeln merken. Und dann würde ich sie spätestens dann dran machen, ne? Also in der Regel habt ihr eigentlich immer auf dem Paket einen Aufkleber von mir drauf, so dass ihr dann zumindest sehen könnt, woher da kommt, das Paket. Und dann wisst ihr Bescheid. So. So. Tada! Einmal schick drauf. Fertig. Drittes Paket. Ready. Ready to go. Jetzt fällt mir jetzt schon zum vierten Mal mein Dings runter. Hier meine Etiketten. Zum vierten Mal sind sie runtergeputzelt. Warum auch immer. Die wollen halt nicht. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ach, schau mal. So. Haben wir eine mini kleine Bestellung. Aber wir brauchen dazu einen anderen Karton. Ich hole mal fix ein. Und zwar habe ich ja noch so wundervolle 3D-Druckkartons und die benutzen wir jetzt für dies. Ich wollte das eigentlich ursprünglich in so einen ganz flachen Karton, aber wir haben hier einen kleinen 3D-Hasen, der letzte seiner Art. Und der passt in so einen flachen Karton noch nicht rein. Was ich aber gemacht habe, neues Schnurpselpapier. Das kommt jetzt erstmal in die Kiste rein. So, passt das alles rein? Oh, das wird eng. Weil der Sack ist echt voll. Na gut, aber wir brauchen jetzt gleich auch ein bisschen was. Passt nicht alles rein. Ein bisschen was ist noch übrig. Das heißt, wenn ihr Kinder oder Tiere habt, könnt ihr die damit glücklich machen mit dem Schnurpselpapier. So. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein bisschen was. Hier brauchen wir einen Gegenmagnet. Den haben wir hier parat. Zack, da ist er. Dann packen wir das natürlich auch ein, weil es soll ja auch wohlbehalten und heile zu dir kommen. Ich habe noch ein bisschen was an Material zum Einpacken. Da machen wir das jetzt rein. So, so rum. Ja, machen wir das so rum. Wickeln wir das schön ein, dann können wir das zukleben. Das ist auch echt ganz weiches Material, was halt auch gut nachgibt. Da sollte auch nichts passieren. So. Machen wir die Seiten noch zu. Das müssen wir noch ein bisschen schöner abschneiden. So. So. Dann haben wir ein kleines Mini-Wunschpaket. Ist Wunschpaket Nummer 1. So. Alles auf die Seite packen. Wartet mal, ich muss mir mal eben was holen, wo ich meinen Müll reintue. Ein bisschen was habe ich hier nämlich schon. Sonst fliegt das auf den Tisch und hinterher auf den Fußboden rum. Ich weiß nicht, das ist immer irgendwie voll die krasse Krankheit. Hier fliegt immer irgendwelcher Müll rum auf dem Tisch. Okay, also den Müll. Müllbehälter habe ich auch hier auf der Seite stehen. Läuft. Wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall noch Karten. Ich habe mal ein paar Karten am Start. Ich weiß nicht, ob noch Magnete kommen, aber dann haben wir auf jeden Fall mal welche da. Ein paar Hüllen brauchen wir noch. So, und jetzt können wir... Wir haben ein Goodie-Magnet. Habe ich. Haben wir hier. Ein Kärtchen. Haben wir hier. Da kommt der Magnet rein. Zack. So, super. Und dann haben wir den braunen Hasen haben wir eingepackt. Wir haben einen Kaffee-Gnom, Avocado-Gnom und einen Sonnenblumen-Gnom. Also drei Gnome. Und was soll ich euch sagen? Ich brauche schon wieder Gegenmagnete. Die sind schon wieder irgendwie nicht mehr an meinem Ding vorhanden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich brauche neue Gegenmagnete. Weil irgendwie, was soll ich euch sagen, werden die immer weniger. Ich muss neue Gegenmagnete bestellen. Weil wir haben ja Gott sei Dank kein Dingsbums mehr. Kein Neujahrsfest mehr in China, das heißt alles gut. Ich krieg Nachschub. Genau, ich brauche wieder Nachschub. Es neigt sich dem Ende. Und ich habe halt immer echt ein gutes Auge drauf, damit es halt nicht zu Ende geht. Ich habe die auch hier in der Kiste. Und die ist so schwer, die Kiste, ne? Also ich weiß nicht, wie viel die wiegt, aber die wiegt schon einige Kilo, die da drin ist. Und ja, aber hilft ja halt nichts, ne? Wir brauchen ja Gegenmagneten. Brauchen wir. Packt die alle auf eine Karte. Die passen alle schön der Reihe nach hin. Wie die Hühner auf der Stange.
Sehr gut. Das heißt, wir können das gleich schön einpacken. Wir haben ja noch von eben das Seidenpapier. Das nehmen wir jetzt auch direkt. So, wir machen einmal unser Goodie unten drunter. Dann nehmen wir unsere Magnete drauf und unseren kleinen Hasen. Unser Häschen, das kommt daneben. Und dann packen wir das schön ein. Und dann kann das gleich auf die Reise gehen. Für wen ist denn die Bestellung überhaupt? Ah, für die Sabrina. Liebe Sabrina, das ist deine Bestellung und ich hoffe, du hast sehr viel Freude damit. So, dann mache ich noch schick zu. So, einmal. Und dann machen wir die noch hübsch. Ups, wir müssen aufpassen, dass unser Hase nicht rausfällt. Weil der Hase darf nicht rausfallen, der muss drin bleiben. So, und jetzt ist er nämlich auch gut eingepackt, da rutscht er auch jetzt nicht mehr raus. Das heißt, wenn die Sabrina ihr Paket aufmacht, dann hat sie auch gleich alles schick drin. Ich mache das auf jeden Fall jetzt hier an der Seite einmal zu. Es wird ein bisschen eng, aber es geht. Es geht, es geht, es geht. Einmal, zweimal schön ordentlich zugemacht. Dann müssen wir das von innen noch zumachen. Wir haben auch Gott sei Dank nur eine Seite, die wir offen haben. Das ist meistens die Filament-Seite, wo man gucken kann, wie das Filament aussieht. Eigentlich ja praktisch, aber ich finde es halt gut, wenn man das irgendwie zumachen könnte. Weil man kann die Kartons halt super easy zum Weiterverschicken nutzen. Aber man muss das Guckloch halt zumachen, ne? So, ist auch gleich zu. So, von innen und von außen, weil da kommt jetzt einmal Schnurpselpapier rein und dann schiebe ich das Päckchen gleich schön ordentlich rein. Und dann ist das wohlbehalten in dem Karton und kann dann schön brav auf die Reise gehen. Oh, das ist eine Sauerei, wenn ihr das jetzt hier sehen könntet. Ihr sagt euch auch, oh mein Gott, Janine, das sieht aus bei dir wie Hempel vom Sofa. Ja, ist so. So, jetzt kommt das einmal da rein. So sieht das dann aus. Da kann sie sich das dann einfach rausholen und das Ganze weg, einfach wegwerfen, liebe Sabrina. Das heißt, alles supi. Gar kein Stress, du brauchst dann also nichts weiter ausräumen. Außer den Karton aufmachen, rausholen, fertig. So, dann machen wir das Ganze zu. Verschließen wir es auf beiden Seiten noch. Damit keiner auf die Idee kommt, das auf irgendeiner Seite zu öffnen. Außer die Sabrina. Und wir machen auch noch schnell Aufkleber drauf. Links und rechts am besten, damit es halt auch wirklich von beiden Seiten zu ist. Und dann kann die Sabrina das in Ruhe aufmachen, weil ich kann hier tatsächlich das Etikett quer drüber kleben. Das geht tatsächlich echt gut. So. So, dann habe ich jetzt hier einmal Aufkleber drauf und da. Und dann geht das auf die Reise. Da passiert nichts. Das ist super gut eingepackt. Die Nummer muss ich noch draufschreiben, damit ich auch weiß, dass es dein Paket ist, liebe Sabrina. Ansonsten, ja, würde ich sagen, kriegt das irgendjemand Fremdes. Wollen wir ja nicht, ne? So, also Nummer einmal drauf auf die Seite und dann können wir uns dem nächsten Paket widmen. Ich bin mal gespannt, was machen wir denn jetzt? Liebe Leute, was machen wir denn jetzt? Machen wir ein kleines Paket, ein großes Paket? Ich glaube, wir packen tatsächlich erst die kleinen, bevor wir zu den Bildern kommen. Das macht es halt ein bisschen einfacher, oder? Nee, wir machen zuerst die Kiste, die wir hier haben, weil die tatsächlich echt so griffbereit steht und da ist nichts anderes drin, außer zwei Leinwände. Und die zeige ich euch jetzt. Schaut mal. Und zwar hat sich die Bettina hat sich zwei Bilder bestellt. Einmal die Buntstifte in rund und einmal das magische Buch in eckig. Und beides mal nur Leinwände. Das heißt, du hast genug Reststeine. Du hast dir auch nichts ausgesucht. Deshalb suche ich für dich ein Goodie aus. Und ich hoffe, dir gefällt dein Goodie. Denn du hast auch noch nichts bestellt, glaube ich, bei mir. Und damit du die Etiketten mal austesten kannst, packe ich dir ein kleines Päckchen mit Etiketten rein. Leute, es sind nicht übermäßig viele.
Und ein paar, da sind ein paar Aufkleber drin, ein paar Etiketten, sodass du einfach mal gucken kannst. Vielleicht ist es ja was für dich. Und du sagst, jo, genau das habe ich gesucht. Super, dass du die im Angebot hast. Perfekt für mich. Und dann kannst du gerne zugreifen. Ich habe zwei Taschen. Da kommt jeweils einmal das Bild rein. Wir haben einmal die Stifte mit Etiketten und Legende. Auch das Bild von dem magischen Buch. Wir haben beides einmal griffbereit. Ich packe jetzt beides hier rein. Und dann machen wir das gleich weiter fertig. So, einmal. Und dann haben wir das zweite. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind... aufmachen wäre noch gut. Das sind übrigens die Stifte. Die werde ich auch irgendwann aus dem Sortiment nehmen. Also wer die noch will, die werde ich auch nicht mehr nachbestellen. Genauso wie ich die Taglilie und die Chrysanthemen auch nicht mehr nachbestellen werde. Also wenn die irgendwann raus sind aus dem Sortiment, dann kommen da einfach neue Bilder. Na, also es gibt ja so viele schöne Bilder und dann könnt ihr euch irgendwas anderes aussuchen. Und dann werde ich die vielleicht noch als Vorbestellung drin lassen. Ich muss mal gucken, wie ich da Lust und Laune dazu habe. Aber ansonsten, ja, war's das. Was fehlt denn? Was fehlt denn? Was fehlt denn? Du kriegst jeweils einen Zettel dazu. Da steht drauf, was du mit den gelben Streifen machen musst. Dann gibt es natürlich auch die gelben Zettel noch dazu. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Ich glaube, die müssten auch alle von der Länge her passen. Ja, die passen alle von der Länge. Ich muss noch mal gucken, weil manch einer ist ein bisschen kürzer als der andere. Und damit es halt überall passt, muss ich wenigstens noch mal gucken, ob die Länge passt. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar kürzere dabei. Und ja. So, okay, rein damit. Und jetzt, was fehlt da noch? Genau, die Magnete fehlen noch. Wir brauchen einmal das Buch. Und einmal die bunten Stifte, die habe ich auch. Das Coole an den Stiften, die kannst du so rum raufpacken oder andersrum, das ist total egal. Und tatsächlich ist das völlig wurscht, wie rum du die auf irgendwas drauf pappst, weil die halt nur, weil die zwei Richtungen haben. Von oben oder von unten kannst du dir rauf tun, wie du möchtest. Und das Buch haben wir hier, das ist auch ein wunderschöner Magnet. Wunderhübsch. Zwei Tütchen brauchen wir. Tütchen Nummer 1. Und Tütchen Nummer 2. Wir hatten ja welche rausgesucht. Das heißt, ich brauche da jetzt nicht lange rumkramen. Und jetzt kommen die in die passende Hülle rein. Und somit ist dein Zubehörkit für beide Bilder fertig. Und das Goodie kommt natürlich auch noch dazu. Das ist das hier. Und dann kommt das in einen großen Karton mit den zwei Leinwänden dazu. Und dann ist das auch quasi auf dem Weg zu dir. Vielen lieben Dank, liebe Bettina, für deine Bestellung. Ich packe das jetzt eben drüber und dann können wir nämlich die nächste Bestellung fertig machen. Ich habe nämlich noch eine Bilderbestellung und wir haben noch ein paar Kleinigkeiten. Die packen wir natürlich auch gleich zusammen ein. Die nächste Bestellung wird dieses wunderhübsche, schöne Stückchen sein. Und zwar, was haben wir denn hier? So. Wir haben noch mal Gnome. Hey! Ein bisschen Releasepapier. Und dann lasst uns mal gucken, ob wir alles haben, okay? Also, wir brauchen einen Avocado-Gnom, Sonnenblumen-Gnom und einen Kaffee-Gnom. Wir machen wieder alles auf ein Kärtchen. Was soll der Geiz? Alles rauf damit. 1, 2 und 3. Und ab in die Hülle. So, Nummer 1. Also, 1, 2, 3. Wir haben 5-mal Fairy Dust Harzsteine mit der 3865. 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Die kommen dazu. Haben wir. Dann einmal einen neuen Stift mit AB und bunten Silberkugeln. Ja, AB und bunte Silberkugeln, ja. Hä? AB und bunte Silberkugeln? Bunte Balls. Ich glaube, das ist falsch. Das ist der falsche Stift. Wir brauchen den Stift. Das ist AB mit bunten Balls.
Den brauchen wir. Die Ringe brauchen wir nicht. Das war der falsche. Das ist der richtige. Gibt ja vier verschiedene. Also da muss ich auch tatsächlich immer gucken, dass ich euch den richtigen einpacke. Also das ist der richtige. Dann haben wir noch einmal Love Galaxy. Das ist dieses wunderhübsche Release-Papier. Und du hast dir als Goodie auch nochmal Release-Papier ausgesucht. Tadadada. Was soll ich sagen? Da ist es schon. Und die Bestellung ist für die liebe Katrin. Katrin, lieben Dank. Und auch deine Bestellung packen wir natürlich ein. Da habe ich noch einmal hier schönes Seitenpapier. Zack. Wo packe ich dich denn drin ein? Wir müssen mal gucken, wo wir dich drin einpacken. Ich habe eine Idee, wo ich dich drin einpacke. Wir packen dich anders ein. Wir packen dich in einen anderen Karton. Wir packen dich nicht in Dingskarton, wir packen dich in einen anderen Karton. Also, die Steinchen. Dann kommt der Stift. So, einmal drauf. Und dann kommt einmal unsere Magnete drauf. Und dann können wir das zusammenpacken. Und es sollte eigentlich gleich auch gut halten. So. Da kommt jetzt einmal hier unser Leer. Okay. Haben wir noch eins? Ja, hier haben wir noch eins. Da ist noch eins. Schaut mal. So, einmal, zweimal, dreimal. Das kommt da drauf. Zack. Schick. Schick. Und jetzt mache ich dir das nochmal schick zu. Auf der Seite und auf der Seite. Und dann rutscht auch gleich nichts mehr raus. Das mache ich hinten auch noch zu. Einmal. Zweimal. Und das kommt in ein Paket. Und zwar in ein so ein kleines Paket, weil ich nämlich da tatsächlich noch wieder coole Luftpolsterverpackungen habe für die Geschichten. Und ich das halt einfach auch ja gut einpacken kann. Also ihr seht, es wird bunt gemixt. Ich habe zwar auch noch Kartons hier für 3D. Ich könnte das auch in so einen 3D-Karton tun. Aber ich packe das diesmal hier rein. Da kommen jetzt zwei Luftpolster-Sachen rein. Da sind sie. Die kommen da rein. Und dann kommt das oben drauf. Das wird zugemacht. Da passiert nichts. Gar nichts. Gar nichts. Achtung, es wird laut. So. Und zack, schon ist die Bestellung für die Katrin fertig. Klein, süß und fein. Dankeschön, liebe Katrin. Ich hoffe, kommt alles wohlbehalten bei dir an. Auch dein Paket geht auf die Reise. Warum ich das nicht hier aufgeschrieben habe, sondern da oben, weiß ich nicht. Jetzt muss ich es andersrum machen, aber ist, glaube ich, egal. Ist egal, warum ich das draufschreibe. Völlig wurscht. Muss ich nur gleich beim Bekleben, weil ich will nicht. Ich klebe meine Sachen immer so drauf, dass man die Nummer hinterher natürlich nicht mehr sieht, logischerweise. Aber. Okay, das Paket haben wir auch fertig. Da kommt natürlich auch noch so ein Sticker hinten drauf. Aber das mache ich erst dann, wenn der Aufkleber drauf ist. Bei den Sachen, dadurch, dass ich das um das Paket kleben muss, kommt ja hinterher erst drauf. Genauso wie der Sticker mit der Umwelt zuliebe. Und ja. Genau, so schaut's aus. Machen wir weiter. Wir sind heute richtig schnell unterwegs. Wir sind knapp bei einer Stunde. Wir haben schon, weiß ich nicht, wie viele Pakete haben wir jetzt gehabt, 5, 6 Stück. 10 Minuten pro Paket, ja, das läuft. Wir machen weiter mit dem Paket. Da haben wir, schaut mal, Schimmerbox, das, ein paar Magneten, einmal Release Paper, ein kleiner Axolotl und eine Bestellliste. Sollen wir mal drauf schauen, was wir hier alles drin haben? Einmal Release Papier, wir brauchen aber dreimal. Das heißt, uns fehlt noch was, okay? Also wir brauchen einmal die bunten Diamanten. Die haben wir hier. Die Nummer 7. Die mache ich schon mal ein Häkchen dran. Wir brauchen die bunten Seesterne. Das ist die 36. Die haben wir hier. Und wir brauchen zum Valentinstag die 58. Die habe ich hier auch irgendwo drin. 59. Wo sind sie? Da. Die 58 ist dieses Motiv. Dann haben wir einmal eine pinke Faunfeder und eine lila Faunfeder. Die zwei, die kommen auch zusammen auf ein Kärtchen drauf. Nummer 1 und Nummer 2. Brauche ich noch eine Hülle? Ja, brauche ich noch. Zack.
rein damit. Dann haben wir die schon mal fertig. Dann haben wir noch ein Axolotl. Den haben wir hier. Da kommt noch ein Gegenmagnet dran. Dann wird er noch eingewickelt. So, Gegenmagnet ist dran. Und wir haben noch ein bisschen was zum Einwickeln. Das haben wir hier. Kann ich sogar immer noch durchschneiden, weil wir gar nicht so viel brauchen. Für den Axolotl, für den kleinen Mann. Der ist nämlich recht genügsam, was das Material angeht. So. Einmal kurz eingepackt. Er ist ja nur so klein, dass das echt gut funktioniert. So, da ist er eingepackt, der Magnet ist unten drunter, der Gegenmagnet ist auch dran. Dann haben wir einmal die 3819 als Fairy Dust, als Jelly. Und dann hast du dir einmal noch die Starterbox mit den Fairy Dust Steinen ausgesucht. Und zwar sind das die Jelly Fairy Dust. Du hast die jetzt eigentlich nochmal die 3819 bestellt, aber vielleicht brauchtest du die auch doppelt. Also hier sind tatsächlich nochmal die ganzen Jellies drin. Hier sind nicht die Hartsteine drin. Diese gibt es ja als Extrabox, da habe ich auch nur 17 von. Und man sieht das hier auch auf dem Bild, dass das die Jellies sind. Ne? Man kann das ganz gut erkennen. Gut, vielleicht muss ich das nochmal extra dazu schreiben, dass es sich um die Jellies handelt und nicht um die Hartsteine, aber bei dem anderen steht es tatsächlich explizit sogar drauf. Gut, ich hoffe, das ist in Ordnung. Dann einmal zack, zweimal zack, 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 fertig. Ich habe auch nochmal dreimal nachgeguckt, ob das wirklich die Box und nicht die 12 Gramm sind. Nein, es war die Box. Das muss ich jetzt alles einpacken. Und das braucht einen Karton. Und den Karton habe ich tatsächlich auch, weil der passen müsste. Weil in die Box würde es zwar reinpassen, aber da würde jetzt nur die Starterbox reinpassen. Und es würde alles reinpassen, nur dieses hier nicht. Deswegen muss ich mal gucken, ob das hier reinpasst. Ja, schaut doch mal, wie cool das reinpasst. Ach, wie dafür gemacht. Das heißt, wir packen das jetzt in den Karton ein. Heißt aber auch, wir müssen es jetzt einmal kurz einpacken. Haben wir noch was? Haben wir noch was? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Wir brauchen einmal Seidenpapier. Dann können wir das einmal schick einpacken. Und dann können wir das gleich in die Kiste stellen. Und wir machen ein bisschen Polsterung von unten noch rein. Dass die Box halt auch ein bisschen gepolstert ist. Von unten. Und ja, dann sollte das eigentlich auch gar kein Problem sein. So, rutschen wir das noch ein bisschen. Also ich kann das jetzt hier an den Seiten nicht zumachen, weil wir nichts zum Zumachen haben. Es ist nicht genug Platz da. Ich hätte die quer einpacken sollen, aber alles gut. Wir packen die gleich schön da rein. Die passt ja auch perfekt von der Breite her rein. Da sollten wir auch keinen Stress mit haben. Das heißt, ich mache jetzt hier Schnürpselpapier rein, weil das ist tatsächlich auch für Schnürpselpapier super gut geeignet. Reicht das? Reicht noch wahrscheinlich noch nicht ganz. Wir werden was aber von oben noch ein bisschen polstern müssen. So. Da sollte aber nichts passieren. So, ich muss das von oben aber tatsächlich noch ein bisschen auspolstern, weil von oben halt auch ein bisschen Polsterung ein bisschen rein sein muss. So, dann können wir das zumachen. So, was soll ich sagen? Passt. Ein bisschen wackelt's. Bisschen. Wir machen noch ein bisschen rein. Ich möchte nämlich nicht, dass es so sehr hin und her wackelt. Wobei das Wackeln gar nicht schlimm ist. Der Vorteil ist, wenn es ein bisschen wackelt, wenn da jetzt irgendwas Schweres auf den Karton draufkommt,
kann es nichts kaputt drücken. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist das manchmal gar nicht so schlimm. Und dann machen wir das Ganze. So geht die ganze Chose. So, ich hoffe, das ist im Video nicht immer ganz so laut, weil das ist halt echt leider ein lautes Abrollband. Das Karton ist fertig und geht an die Tamara raus. Und da haben wir die Nummer 1176, damit auch das alles seine Richtigkeit hat. Liebe Tamara, Dankeschön für deine Bestellung. Ich freue mich, dass das Paket an dich auf die Reise geht. So, wir neigen uns dem Ende. Wir kommen zum Ende. Wir machen als erstes die Bestellung, weil es ist tatsächlich keine große Bestellung. Aber für die Bestellung brauche ich noch was. Was soll ich sagen? Ich brauche dazu noch was. Und zwar eine Mesh-Tasche. Ich habe nämlich keine mehr unterm Tisch. Ich weiß nicht, wer die immer wegnimmt. Habt ihr denjenigen gefunden, der mir meine Mesh-Taschen immer klaut? Wenn ich jetzt mit jemandem zoomen würde, würde ich sagen, das Problem sitzt immer vor dem Bildschirm. Ja, ich bin es leider. Ich habe nichts Neues aufgefüllt. Das heißt, ich muss jetzt einmal wieder nach nebenan tappern und mir einmal Nachschub holen, damit wir das einpacken können, weil ohne Mesh-Tasche geht hier nichts raus. Und da ich eh schon unterwegs war, habe ich mir auch direkt den passenden Magneten mitgenommen. So, gucken wir mal. Machen wir das mal hier einmal. Zweimal. Und dann haben wir die Bestellung. Du hast hier noch einen blauen Cutterstift bestellt. Den packe ich dir einfach mit hier rein. Dann kriegst du natürlich auch so einen kleinen Zettel. Und natürlich kriegst du auch die gelben Streifen. Wo habe ich die jetzt hingestellt? Ach, da oben. Ich habe schon gerade gedacht, wo sind sie hin? So, zweimal. Das kommt hier rein. Dann einmal den Magneten auf eine Karte. Und dann ab ins Paket. Und schick, ist es fertig. Das heißt, wir sind schon soweit gut. Und du hast ja aber noch eckige AB-Steine als Goodie ausgesucht. Sollst du haben, habe ich auch noch hier. Zack, rein damit, ab ins Paket damit. So, kriegst du natürlich auch noch dazu. Das Päckchen geht auf die Reise und kommt zu dir. Und für wen ist es eigentlich? Für die liebe Reinhilde. Reinhilde, das Päckchen ist deins. Dankeschön für deine Bestellung und ich hoffe, du hast sehr viel Freude damit. Und habe ich euch das überhaupt richtig gezeigt? Die Reinhilde hat sich nämlich auch nochmal die Buntstifte bestellt und zwar in eckig. Die Bestellung, die wir vorher hatten, da waren die Buntstifte in rund und das andere Bild in eckig. Und die Reinhilde hat sich die Buntstifte in eckig bestellt. Ja, sehr cool. Dankeschön. Mache ich auf jeden Fall fertig und dann geht das auch an dich raus. Die letzte Bestellung, die ich heute für euch habe, ist die wundervolle Bestellung von der lieben Franziska. Und die Franziska hat sich nochmal bestellt. Folgendes. 5-mal die Aufbewahrungen in eckig, also die Lageretiketten. Dann Druckverschlussbeutel, 200 Stück, dann kriegt sie 2x 100. Und einmal die Sortierhilfeboxen in Rot. Das waren die letzten, die da waren. Es gibt jetzt keine mehr in Rot. Jetzt hat sich die letzten in Rot geschnappt. Und was soll ich sagen? Die machen wir dir jetzt fertig. Was brauchen wir dazu? Genau. Einmal ein bisschen Zeitungspapier für einmal drin. Damit wir das einmal ein bisschen ausfüllen. Und wir brauchen noch was, womit wir dir das irgendwie einpacken. Ich hatte ja letztens mit euch auch schon mal die Sachen in diese Sachen eingepackt und das ging echt gut und das werden wir jetzt nochmal machen. Das heißt, wir packen die jetzt nochmal schön ein. So. Ein bisschen zusammenruckeln. So. Wartet mal, ich muss die mal zusammenkleben, dann kann ich es euch gleich zeigen. So. Und das kommt dann auch so quasi ins Paket. Ich habe mir schon Karton rausgesucht.
Das kommt so ins Paket hier, kommt auf die Seite, kommt gleich noch ein bisschen Papier und so, und Polsterung, macht ihr euch keine Sorgen. Das müssen wir jetzt allerdings noch einpacken. Das packen wir jetzt nicht nochmal getrennt ein, weil halt, das ist ja schon eingepackt. Wir packen das aber ein und sie hat sich noch Washi-Tape dazu bestellt als Goodie. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwo ein Goodie für sie rumfliegen habe. Ja, dann nehmen wir das. Kriegt sie so ein Goodie. Und einmal rein damit. So, jetzt müssen wir das alles einpacken. Tatsächlich habe ich überlegt, wie ich das Goodie hier reinstecke. Weißt du was? Dein Goodie packe ich hier mit ins Paket. Ich stecke dir das hier mit rein. Das kann eigentlich auch nicht verloren gehen. Das ist, hält jetzt bombenfest. Aber dann fliegt das nicht im Paket rum und ich kann das andere ein bisschen besser einpacken. Also, dein Goodie ist auch mit dabei. Du sollst ja auch was davon haben, ne? So, packe ich das so rum wir machen. Wir machen ein kleines Türmchen. Das sollte nämlich auch tatsächlich an den Rand gleich mit reinpassen. Wir müssen es einpacken. Habe ich noch ein... Ja, bingo. Wir brauchen dann nicht mal neu schneiden. Ja, ich hatte noch eins hier liegen. Oh, wie cool. Manchmal, muss ich sagen, läuft es einfach. Manchmal. Nicht immer, manchmal. So, cool. Das heißt, wir sind heute mit den Bestellungen so schnell, Leute. Das ist echt schon... Das ist der Hammer. Der Hammer, wie schnell wir heute mit den Bestellungen einpacken sind. Also, ich glaube, so schnell waren wir die letzte Zeit echt nicht, ne? Das heißt, wir können easy peasy noch einen zweiten Teil dranhängen, ohne dass es so mega lang wird. Ja. Die Sneak Peek kriegt ihr ja auch erst nächste Woche. Das heißt, für dieses Wochenende ist das alles ganz entspannt. Habt ihr schon das Unboxing von Karat Art kommt jetzt noch davor. Für Sonntag gucke ich mal, ob ich euch da noch ein Update geben kann. Werde ich vielleicht auch noch ein kleines Monatsupdate machen. Ja, gucken wir mal. Also ansonsten, ja, ganz entspannt, ne, würde ich sagen. Wir sind halt einfach mal ganz entspannt unterwegs. Kommt nicht oft vor. Hin und wieder schon. Ja. Ach übrigens, apropos Zahnarzt, ne, ich wollte euch noch was erzählen. Ich war ja beim Zahnarzt gestern. Ja, also ich habe ja per se nur 3 Weisheitszähne gehabt. Einer wurde mir schon rausoperiert. Und einer ist gar nicht erst angelegt worden. Also insofern schon mal gar nicht so schlecht. Aber die 2 oben, die sind sich einig, dass sie nicht in meinem Mund bleiben wollen. Sie verursachen nämlich Zahnschmerzen. Und das ist leider nicht geil. Leute, das ist wirklich nicht geil. Jetzt hat der Zahnarzt sie vorsorglich erstmal abgeschnitten, damit ich erstmal ein bisschen weniger Probleme damit habe. Aber er sagt, früher oder später dürfen die Weisheitszähne raus und zu ihrem Kumpel. Ich freue mich. Ich freue mich da schon wie Bolle drauf. Super. Und vor allen Dingen, er konnte nichts finden. Das sind die einzigen Zähne, die im, also eine der wenigen Zähne, die nichts haben. Keine Blombe, keine Füllung, nichts, gar nichts, kein Loch, gar nichts. Wirklich gar nichts. Nichts, nichts, nieder, nada, nix. Nixe. Wo ich mir auch denke, toll. Aber Hauptsache, ihr müsst raus, ne? Ihr wollt raus. Hauptsache, mit euch ist nichts. Und ich habe nur gedacht, kann doch nicht sein, dass ich da... Er hat untersucht und geguckt und sagte, ja, ich kann aber nichts feststellen. Ich so, ja, aber irgendwo müssen die Zahnschmerzen herkommen. Ja, dann haben wir festgestellt, dass die halt von oben auf die Zähne unten drücken und diesen Druck, durch diesen Druckschmerz halt Zahnschmerzen entstehen. Danke. Danke. Ich freue mich sehr. Danke. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Das ist eine wundervolle Nachricht, die man hören möchte, dass einem die Weisheitszähne doch rausgezogen werden müssen. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich oben noch meine Weisheitszähne habe. Ich wusste ja, unten wurde mir der schon rausgezogen, aber ich habe nicht mehr an die oben gedacht. Ich meine, die braucht man ja nicht wirklich, ne? Aber trotzdem, wo ich mir denke, so, warum? Weißt du, die sind in Ordnung. Da ist eigentlich, sind die völlig gesund, außer dass die auf die Zähne unten auf die Seite drücken. Ja, danke. Hilft ja nichts. Das heißt, sie müssen jetzt doch wirklich raus. Ich muss mal gucken, wann ich das machen lasse. Weil das natürlich auch keine Geschichte ist, wo man jetzt mal eben sagen könnte, ach, na ja, macht man mal so eben. Ich glaube, dass ich vielleicht gar nicht so Probleme haben werde. Dass der Zahnarzt die auch wirklich ohne Probleme rauskriegt. Weil mein weißer Zahn unten, der in der Tasche lag, den hat der Zahnarzt auch super rausgekriegt. Also ich bin wahrscheinlich kein Kandidat, der jetzt irgendwie großartig zum Chirurgen eiern muss. Ich denke, das wird der Zahnarzt so rauskriegen. Aber dennoch ist es halt eine Operation und das war halt auch beim letzten Mal nicht so ganz so easy. War jetzt nicht ganz so schlimm. Also ich habe jetzt keine mega schlimmen Erfahrungen damit, aber ja, ich habe eigentlich nicht wirklich Lust dazu. Nicht wirklich. Aber es hilft ja nichts. Was raus muss, muss raus. Und wenn der Zahn sagt, er möchte gerne raus, ja bitte, dann
Was soll ich da machen? Hm? Sagt mir doch mal, was ich dagegen machen soll. Ich kann da nichts gegen machen. Nichts. Ich kann nur sagen, gut, wenn du raus möchtest, dann helfe ich dir halt dabei, ne? Mhm. So, ich muss mal hier noch ein bisschen Füllmaterial machen. Ihr seht das jetzt gerade nicht, weil ich den hinten rangeschoben habe, damit der Deckel ein bisschen stehen bleibt. Sonst kriege ich da kein Papier rein. Weil das muss ich jetzt gut ausfüllen, damit halt die Boxen halt nicht kaputt gehen. Damit die Boxen halt gut geschützt sind. Ich hätte tatsächlich auch Luftpolsterfolie nehmen können, aber die nehme ich dann für was anderes. So. Ihr seht schon, ich hadere wieder mit den Schnipseln. So, die noch. Das Coole ist, dass die sich halt auch echt mega gut in die Ritzen stopfen lassen, ne? Die Schnipsel. Ist halt anders, wenn du Packpapier hast. Da ist das mit in den Ritzen stopfen immer schon ein bisschen schwieriger. Und bei denen geht das halt mega easy eigentlich. Und von daher ist das schon echt gut. So. Soll ich sagen? Zu! Und das heißt, einmal zu die ganze Kiste. Wer freut sich schon noch von euch auf den Restock? Hände hoch! Ich weiß, dass einige sich von euch wirklich freuen. Und ich bin auch echt gespannt, was ihr zum Restock sagt, wie es euch gefällt, ob da was vielleicht für euch bei ist oder ob ihr sagt, ah, nee, da ist jetzt nichts für mich bei, schade. Ich glaube aber, dass für den einen oder anderen schon was dabei ist. Doch, glaube ich schon. Ich bin gespannt. Ich werde wieder jede eure Bestellung stalken. Ich werde da wirklich reingucken. Also ich mache das total gerne. Ich finde das immer total spannend. Das ist wie, wenn ihr mir beim Einpacken zuguckt. So gucke ich immer in diese Bestellung rein und denke mir so, oh, mal gucken, was diejenige bestellt hat. Oh, mal gucken, was derjenige bestellt hat. Oh, mal gucken, was in der Bestellung drin ist. Und dann denke ich mir nur so, oh, wie cool, schön. Cool. Und dann denke ich immer nur so, manchmal denke ich mir auch so, oh nein, wieder so viel Geschnibbel. Oh nein. Aber ich freue mich trotzdem. Also nicht, dass ihr denkt, ne, aber das Release-Papier schneiden ist halt doch schon sehr zeitaufwendig. Was soll ich sagen? Sehr zeitaufwendig. Aber ich freue mich, dass es euch gefällt. Ich freue mich da wirklich sehr. Ich habe wieder eine Kaffee im Mund, aber die geht auch gleich wieder raus, Leute. Gleich wieder raus. Ich muss nur die Nummer draufschreiben. Sonst kriegt die Franziska ihr Paket nicht. Und das möchtet ihr doch nicht verantworten, oder? Nein, möchtet ihr nicht. Ich glaube, dann wird die Franziska sauer und sagt, ey, gib mir mein Paket. Und dann kann ich sagen, wende dich gerne an meine Zuschauer. Die haben gesagt, ich darf da keine Nummer draufschreiben mit der Kappe im Mund. Nein, Schmarrn, alles gut. So, ich habe euch noch eine große Release-Paper-Bestellung versprochen. Die kommt auch noch, denn die kommt hier. Die habe ich hier nämlich auf Seite gelegt. Ich muss nur mal kurz einmal den Namen wegpinneln. Und zwar ist das für die liebe Lea. Lea hat zwar keinen YouTube-Einpackwunsch. Nichtsdestotrotz zeige ich sie euch. Und jetzt haltet euch fest. Eine Seite, zwei Seiten. Und da kommt noch so ein kleiner Rest hinterher, dass sie gerne Release Paper als Goodie haben möchte. Okay. Fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir die ganze Bestellung für die Lea zusammenbekommen. Sie hat sich auf jeden Fall schon mal 20 Hüllen bestellt und ich glaube, sie hat auch ein Release-Paper-Album drin, ja, mit schwarzen Ringen. Das schnappe ich mir mal kurz. Da haben wir das gute Stück. Einmal das Release-Paper-Album und einmal die Erweiterungshüllen. 20 Stück. Die kommen wir schon mal auf Seite. Lege ich schon mal da oben hin und jetzt schauen wir mal, ob wir alles haben. Wir brauchen nämlich ganz schön viel, Leute. Also, haltet euch mal fest. Wir brauchen die... Ich hake das mal eben mit aus, was wir haben und lege euch die mal hier wieder so schön hin. Wir brauchen die Seesterne, die 36. Ich muss jetzt die Kappe mal kurz hier hinten drauf packen. So, jetzt ist sie hinten drauf, dann habe ich sie nicht im Mund. Und einmal abhaken. Wir brauchen Waschbären auf Lila.
Da haben wir hier. Dann brauchen wir den Herzdiamant. Den haben wir hier. Wir brauchen Waschbären auf Blau. Haben wir hier. Wir brauchen die Waschbären auf Gelb. Also Waschbären sind auf jeden Fall gut vertreten. Und ich finde das total toll, dass du dir alle drei bestellt hast. Finde ich mega cool. Dann haben wir den Blütentraum, die Nummer 42. Haben wir hier. Dann die Pfötchen auf Türkis, die 52. Die haben wir hier. Die Valentinstag haben wir einmal dieses. Erste Seite ist erledigt. Dann kommen wir zur zweiten Seite. Valentinstag Nummer 54. Ich nehme mal den ganzen Pack raus. Das müsste jetzt hier irgendwo drin sein. Die 54. Die haben wir einmal hier. Dann haben wir die 55. Wartet. Das ist mit den Luftballons. Dann haben wir die 56. Das ist mit den Herzchen. Die 57 ist mit den Herzen. Die 58 ist mit den... Nein, das ist die 59. Halt, stopp. Keiner verlässt den Raum. Die 58 haben wir hier. Das ist mit den Flügeln und den Herzen. Die 59, dazu kommen wir jetzt. Das ist mit den Luftballons. Dann die Nummer 60. Das ist dieses hier. Dann haben wir die 61. Das ist dieses. Dann haben wir die 62. Das ist das mit den... Herzchen Luftballons, auch nochmal. Hey, Valentinstag halt, ne? Dann haben wir die 64. Die 64 müsste. Die 64 müsste. Was müsste denn die 64 sein? Die 64 ist das, was auch in der Dings drin war. Das ist einmal dieses. Da steht jetzt keine Nummer drauf, aber das ist die 64. Und dann haben wir die 65. Das ist mit den zwei Vögelchen. Das Album hatte ich schon. Und dann hat sie sich noch die Happy Dogs bestellt. Das ist dieses süße Papier so auf Türkis mit den kleinen Bulldoggen. Und zum Schluss einmal Goodie Release Papier. Habe ich auch. Kommt auch noch dazu. Das ist eine mega coole Bestellung. Ich habe sogar noch was übrig von dem, was ich geschnippelt habe. Das sortiere ich gleich in meine Box nachher ein. Und dann, schaut mal, so viel habe ich schon vorgeschnippelt. Also die Chancen, dass beim nächsten Mal ich was dabei habe, was ich nicht raussuchen muss oder nicht neu schneiden muss, ist sehr, 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 sehr hoch. Das mache ich jetzt einmal alles zusammen, damit ich das gleich einpacken kann. Und das ist echt ein ordentlicher Stapel, meine Güte. Schaut euch den Stapel mal an. Schaut euch bitte den Stapel Release Paper mal an. Alter Falter, sage ich dazu nur. Meine Güte. Dankeschön, liebe Lea, für die fette Bestellung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich war ein bisschen schockiert, weil ich gedacht habe so, und oh nein, ich glaube, so viel habe ich gar nicht da. Ich glaube, viel muss ich noch schneiden. Und tatsächlich war das meiste davon, was ich schneiden musste. Also, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist dein gutes Recht, aber du kriegst die Bestellung halt relativ flott, weil ich war schnell mit dem Schneiden. Die Bestellung ist nämlich tatsächlich vom 25. Wir haben heute den 28. Das heißt, du kriegst deine Bestellung schneller als ursprünglich vielleicht gedacht. Ich hoffe, du freust dich. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Bestellung. Wir packen jetzt aber alles noch schön ein. Ich weiß nur noch nicht, wie. Weiß ich wie? Ich weiß eventuell wie. Wartet mal. Hallo? Keiner bewegt sich. Ich glaube, das könnte ich hier gut... Nee, warte mal. Das war doch der Karton. Das passt ja nicht. Verdammt. Das passt doch nicht. Ich brauche einen Karton. Ich brauche vor allen Dingen einen guten Karton, wo ich das vielleicht gut reinkriege. Ich gehe mal fix auf die Suche, ob ich vielleicht einen schönen Karton finde, dass ich nicht so einen großen Karton nehmen muss. Vielleicht habe ich ja noch eine Chance, einen guten Karton zu finden, wo ich das richtig schön reinpacken kann, der nicht so riesig ist. Ich guck mal. Ich habe einen Karton gefunden. Der ist zwar nicht ganz klein, aber ich glaube, da kriegen wir alles recht gut hin, sodass ich das auch alles in einem Rutsch einpacken kann. Sonst hätte ich irgendwie immer so trennen müssen. Ich teile mir jetzt das Release-Papier. Und dann mache ich das so, packe ich das so ein. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch einmal Seidenpapier. Und dann können wir das schön einpacken. Und vielleicht können wir diesmal noch die Dings benutzen. Ich habe ja hier noch die Luftpolstertaschen, die ganz gut sind.
Ich packe das diesmal tatsächlich wirklich so rum ein, weil ich das noch an den Seiten zumachen muss, weil sonst das Papier durchrutscht. Wisst ihr, wie ich meine? Hilfe! Hilfe? Hallo? Zettel? Hä? Okay, dann nehme ich einfach ein neues. Ich habe das gesucht. Ich dachte, ich hätte noch eins hier, wo noch eins drauf ist, aber irgendwie ist es fort. Nee, das war leer. Es war tatsächlich leer. So. Und jetzt kann ich das aber an den Seiten hier zumachen. Und habe halt keinen Stress, dass dann da gleich noch irgendwas rausrutscht, wenn ich das ins Paket packe. Nein, das ist nicht schön. Ich habe das nicht richtig zugemacht. So. So, jetzt aber bist du nicht willig, so musst du doch da durch. Gewalt brauchen wir nicht, weil Gewalt ist nur, da geht es uns kaputt. So, das heißt, da kann jetzt gleich nichts rausfallen. Hier ist es ein bisschen zerknüttelt, aber so, das heißt, das können wir jetzt gleich hier reinmachen. Wir machen allerdings erst ein bisschen Papier rein und dann machen wir Luftpolster rein. So. Der Nachteil an dem Papier ist halt, wenn da sind ja immer, ihr könnt ja nicht immer alles direkt rausnehmen, aber manchmal fliegen hier ja auch Schnipsel rum. Das ist immer sehr lustig, wenn hier die Schnipsel noch irgendwie rumfliegen. Und ich mir denke, bleibt doch einfach alle hier. Kommt doch einfach mit ins Paket. Das ist gar nicht so schlimm. So. Das Coole ist jetzt kann ich nämlich hier noch schön Luftpolsterverpackungen drauf machen. Und dann ist das gut gesichert, denke ich. Und da kann dann auch nichts mehr passieren. Also geht das einmal ordentlich zu. Und dann wartet, jetzt wird es noch mal ein bisschen laut. Ich mache das mal eben kurz, ohne dass es laut wird. So, einmal packt Band rum. Und das Ganze läuft. Und die liebe Lea kriegt ein richtig schön cooles Paket. Ich hoffe, Lea, du freust dich auf das Paket. Und vielen, 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 vielen lieben Dank für deine Bestellung. Ich habe mich echt mega gefreut. Und danke, dass ich die verpacken durfte. Ja, ich habe mich echt sehr darüber gefreut. Mega fette, coole Bestellung. Und ich hoffe, du hast sehr viel Freude an deinem Release-Paper. Und ja, noch. Ich hoffe, das wird nicht das letzte gewesen sein. Ja, ihr könnt anfangen zu sammeln, ne? Wenn man jetzt schon keine Steine mehr sammelt oder Stifte mehr sammelt, dann sammelt man jetzt Release-Paper, ne? So richtig cooles, schönes Release-Paper und kann dann nach Lust und Laune halt anderes Release-Paper auf seinem Bild benutzen. Und ja, sich einfach ein bisschen daran erfreuen. Ihr Lieben, das war's von meiner Seite. Wir sind für den ersten Schwung erstmal durch. Ich werde natürlich zwischendurch noch ein bisschen was packen und am Freitag gibt es dann ein Update. Am Freitag gibt es auch ein Monatsupdate für den Februar. Ich weiß nicht, meint ihr, wir haben die 100 Bestellungen erreicht oder wir haben sie nicht erreicht? Bin mal gespannt, was ihr so tippt, weil ihr werdet es natürlich gleich erfahren, aber ihr könnt ja schon mal so für euch in Gedanken mittippen, ob wir die erreicht haben oder nicht. Ich bin mal gespannt. Ich weiß es tatsächlich, ich habe noch nicht geguckt. Wenn, dann könnte es eventuell knapp werden. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir die erreichen. Und ja, ich würde sagen, morgen noch, ist ja der 29. Und was soll ich sagen? Dann ist schon wieder März. Die Zeit
was soll ich sagen, rennt einfach davon. Sie rennt. Es ist so krass, dass die Zeit so rennt, aber hey, irgendwo cool, andererseits schon irgendwo ein bisschen komisch. Naja, lasst euch deswegen nicht ärgern. Wir sehen uns gleich weiter, wir sehen uns gleich wieder. Gleich weiter. Für euch geht's jetzt direkt weiter mit dem zweiten Teil, den ich jetzt hier quasi direkt daran füge. Und bin mal gespannt, was wir dann für schöne Bestellungen haben zum Einpacken. Mal gucken. Ich bin sehr, sehr gespannt und wir schauen jetzt einfach mal. Ich habe da mal was vorbereitet, damit wir auch wirklich starten können. Ich muss euch allerdings zuerst einmal sagen, es ist heute nicht so gut. Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber ich bin so ein bisschen neben der Spur. Es ist Samstagmorgen, weil ich am Freitag tatsächlich nicht mehr geschafft habe zu drehen. Ich habe noch ein bisschen was für den Launch am Mittwoch vorbereitet und habe dann nur gedacht, nee, komm, ich habe alles gelabelt, es wird heute nachher noch abgeholt. Das, was wir jetzt einpacken, wird nachher noch abgeholt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich das Samstagmorgen, stehe ich halt ein bisschen eher auf. Ja. Womit ich aber nicht gerechnet habe, geht ein Gruß an alle Katzenbesitzer da draußen. Vielleicht auch an die Hundebesitzer mit kleineren Hunden. Ja, wenn man die halbe Nacht von einer kuschelwütigen Katze belagert wird. Und ich meine wirklich kuschelwütig. Wirklich. Ich habe gedacht, was ist mit der Katze los? Ich will doch bitte nur schlafen. Geh doch einfach auf das Kissen, leg dich hin und lass mich doch einfach schlafen. Nein. 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 Die ist mir ins Gesicht gekrabbelt. Wirklich, ins Gesicht. Hat mich geputzt, hat mich lieb gehabt, hat geschnurrt. Und ich denke so, boah, Isabella, ich kann so aber nicht schlafen, ne? Und ich meine, es ist ja wirklich süß. Ich kann ja auch mit mir kuscheln. Aber bitte doch, wenn ich wach bin und nicht, wenn ich schlafe. Bitte, geh doch auf dein Kissen. Nein, dann war sie kurz weg, dann war sie wieder da, dann war sie so kurz weg, dann war sie wieder da. Und wisst ihr, wenn ihr jedes Mal aus dem Schlaf gerissen seid, ich bin total müde. Ich könnte jetzt umfallen und doch irgendwie 3 Stunden weiter schlafen. Bringt mir aber nicht viel, weil ich wirklich wahrscheinlich nicht gut schlafen kann. Aber es nutzt nichts. Ich muss mit euch jetzt die Pakete einpacken, damit die nämlich gleich rausgehen. Wir halten unseren Plan. Das kriege ich schon irgendwie hin. Und deswegen habe ich mir als erste Verstärkung gerade noch... Die Tasse sieht nicht so toll aus, aber ist egal. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Der ist jetzt auf jeden Fall mit dabei. Ich brauche ein bisschen Koffein, sonst klappt ja gar nichts mehr. Und ich hoffe, dass das mit dem Einpacken gleich alles wunderbar funktioniert. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, noch 6 Pakete, die ich jetzt mit euch einpacke. Ein paar habe ich schon gepackt. Die liegen schon parat zum Abholen. Und die 6, die packe ich mit euch. Sind kleinere dabei, sind größere dabei. Ein richtig fettes Paket, das seht ihr noch gar nicht. Da müssen wir gleich wahrscheinlich wieder Tetris spielen. Eine super coole Bestellung, richtig genial, richtig schöne Sachen dabei, auch wirklich bunt gemixt mal, aber zum Einpacken irgendwie so semi. Aber kriegen wir hin, wir müssen mal gucken, wie wir es machen und vor allen Dingen mit welchem Karton. Die anderen sind ganz entspannt, da ist noch ein Bild dabei, das zeige ich euch gleich. Unten so ein bisschen, was ihr seht, ja schon ein Release-Paper-Mäppchen und so, ja. Darauf einen Schluck Kaffee. Wir starten jetzt einfach ganz entspannt, okay? Also wir machen einen ganz entspannten Start in den Tag. Es geht schon irgendwie. Kriegen wir alles hin? Aber ich wollte euch nur vorwarnen, nicht, dass ihr denkt so, was ist mit Janine los? Alles gut? Ja, doch, alles gut. Ich bin nur müde. Aber wir lassen uns natürlich von der Müdigkeit auch nicht die Laune verderben. Nee, das machen wir nicht. Das kriegen wir schon hin. Aber wenn ich müde bin, bin ich ein bisschen ruhiger. Kriegen wir aber auch alles hin. Und ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, glaube ich. Ich habe keine Kartons mitgebracht. Ist jetzt so semi-gut, ne? Also, was haben wir denn hier? Wir packen, fangen mal mit dem an. Das ist hier gerade so schön davor. Oder wir packen, nee, wir machen mit dem Bild. Wir fangen mit dem Bild an. Dieses Bild ist der Kräutergarten von Harena. Und der geht an die liebe Monika. Und sie hat mir eine ganz, ganz süße Anmerkung in ihre Bestellung geschrieben und die lese ich jetzt mal kurz vor. Ich würde mich freuen, wenn du meine Bestellung in einem YouTube-Video verpackst. Ich freue mich außerdem darauf, wenn das Eichhörnchen wieder in den Shop einzieht, dann kann ich noch mehr Restesteine verwerten. Liebe Grüße, Monika. Oder beziehungsweise viele Grüße, Moni. Ja, liebe Moni, machen wir natürlich. Klar, kein Problem. Und
Die Erdbeermäuschen und Eichhörnchen ziehen auch wieder ein. Das ist gar kein Thema. Dauert jetzt alles nur ein bisschen. Ich will noch versuchen, die Leinwände so ein bisschen umzugestalten, dass gerade die neuen mit den runden oder für die runden Steine das neue Layout und vielleicht auch die aktuellen Symbole bekommen. Und auch bei den eckigen werde ich das wahrscheinlich mit den 120 Farben ein bisschen anders machen, wenn das für euch okay ist. Und zwar, Achtung, Achtung, lausche auf, würde mich interessieren, ob es für euch okay ist, wenn ich das mit den 120 Farben, damit wir es einfach besser lesen können, ob ich da auf einen Schwarz-Weiß-Druck umschwenken soll. Also sprich, dass ihr die Sachen dann auf der Leinwand als Schwarz-Weiß bekommt, weil das kann man halt ein bisschen besser lesen. Das Einzige, was ein bisschen als Nachteil ist, wenn man jetzt zum Beispiel Sondersteinchen einsetzen will, dann ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger zu erkennen, wo kommen die hin. Das ist leider das einzige Manko, aber zum Bekleben ist es natürlich umso besser, weil ihr dann einfach alles super easy lesen könnt. Und gerade bei 120 Farben sind so viele komischen Symbolen auch immer dabei, dass es mit dem bunten Unterdruck oftmals dazu kommt, dass man die Sachen nicht ganz so gut lesen kann. Und um euch das irgendwie einfacher zu gestalten, wäre halt meine Tendenz halt dahingehend zu sagen, okay, dann schwenken wir bei den 120 Farben auf den Schwarz-Weiß-Druck um, was für euch das ein bisschen erleichtert, die Sachen zu lesen, gerade weil halt so viele Symbole dabei sind. Aber das müsst ihr mir mal sagen. Ich gucke mir auf jeden Fall das Ganze nochmal an. Ich bin da noch nicht final in der Entscheidung durch, weil ich möchte euch natürlich auch ein gutes Klebeergebnis ermöglichen und deswegen schwanke ich da tatsächlich noch so ein bisschen. Ich für mich würde sagen, ja, gerade wenn ich nur Restesteine verwerte. Aber ich weiß, dass viele von euch dann auch Sondersteine einbauen, wie jetzt die neuen Fairy Dust Steine, wie auch zum Beispiel die AB Steine oder vielleicht auch noch Metallic Steine. In dem einen oder anderen Fall geht ja vielleicht auch. Und da bin ich halt immer so ein bisschen zwiegestalten, weil das ist natürlich, hat das seine Vor- und Nachteile, alles, wie immer. Wir machen aber trotzdem mal weiter mit der Bestellung von der Moni. Liebe Moni, kommt auf jeden Fall wieder. Gerade die Bilder von der Arena, die kommen alle wieder. Alle Künstlerbilder, so was jetzt tatsächlich Illustrationen, Künstlerbilder und so sind, die kommen tatsächlich in den Shop immer wieder rein und bleiben da auch drin. Was ich halt mache mit Steinen und ohne Steine, Resteleinwände werde ich immer schauen, dass ich so eins bis zwei auf Vorrat habe. Und wenn die weg ist, bestelle ich die dann halt einfach in dem nächsten Schwung dann einfach nach. Bei den Bildern mit Steinen werde ich immer mal gucken, wie das dann werde ich mal einen Restock machen mit zwei, drei Stück oder mal nur eins auf Vorrat haben. Ich weiß noch nicht wie ich es mache, weil je mehr Bilder man im Shop hat, desto mehr Lager bräuchte man halt auch. Und ich habe halt leider nicht so viel Lagerfläche. Ich habe schon genug Lagerfläche, weil ich halt versuche, immer mehr Produkte euch anzubieten und euch eine richtig coole Vielfalt in dem Shop zu bieten, was natürlich die Entscheidung ein bisschen erschwert, aber was natürlich auch Lagerplatz braucht. Ne? Deswegen gucken wir einfach mal. Kommt aber auf jeden Fall wieder rein. Die Erdbeermäuschen kommen tatsächlich schon zum Launch wieder rein, mit Steine und ich glaube auch ohne Steine. Ja, genau. Ja. Wisst ihr, wer gerade angetanzt kommt? Ist sie weg? Sag mal, kann die zaubern? Ich habe einen Glitch in der Matrix. Eben saß meine Katze hier neben mir und hat sich geputzt. Ich gucke wieder hin, ist er weg. Hä? Hä? Okay, dann, wie kann die denn so schnell weg sein? Egal. Ja. Ich glaube, vielleicht hat sie auch Hunger. Die kriegt gleich auch noch was zu essen und dann ist es fein. Ach, ich sag euch, ist alles nicht so einfach. Aber wenn man die ganze Nacht bekuschelt wird, Leute, ich sag euch, das ist nicht... Es ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite sehr anstrengend. Und schlafen? Nein. Also, die Moni hat sich den Kräutergarten ausgesucht als Restesteinwand. Restesteinchen-Leinwand. So rum. Mein Gott, schwieriges Wort. Sagt das bitte 10-mal hintereinander und dann sagt mir, dass ihr keinen Knoten in der Zunge habt. Dann seid ihr gut, dann kriegt ihr ein Sternchen ins Muttiheft. Es gibt für den Launch am 6.3., also am Mittwoch, drei neue Bilder, die am Start sind. Und es gibt eine Sneak Peek auf die Bilder am Dienstag. Und in der Sneak Peek verrate ich euch noch was. Was richtig cooles und
Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der Sneak Peek auch dabei seid, weil ich glaube, dass das für den einen oder anderen von euch ein sehr, sehr cooles Angebot ist. Mehr verrate ich nicht. Also es wird auf jeden Fall was geben und das, was es da gibt, wird es auch dauerhaft geben. Ja, wird es dauerhaft geben. Und da bin ich echt gespannt, was ihr dazu sagt. Egal, das machen wir jetzt erstmal, das packen wir ein. Und du kriegst natürlich auch wie immer einen Zettel und ich muss die Zettel nachdrucken. Vor allen Dingen, wenn die Bilder an den Start gehen. Hier ist so ein Zettel, wie ihr mit den Streifen verfahren sollt. Oh, ich hoffe, ich habe genug gelbe Streifen, wenn wir an den Start gehen mit den neuen Bildern. Aber doch, das müssten genug sein. Die kommen noch dazu. Und was fehlt noch für das liebe gute Toolkit? Und zwar der Magnet. Genau, ganz essentiell wichtig, der Magnet. Für die neuen Bilder wird es etwas andere Magnete geben, aber auch das werde ich euch in der Sneak Peek zeigen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Und ich bin echt gespannt, was ihr dann sagt. Ich bin so, so, so gespannt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, da haben wir das ganze gute Stück von der lieben Moni schon fertig. Und die Moni hat sich eckiger B-Steine ausgesucht. Und ich habe neue eckiger B-Steine abgepackt für die Goodies, weil die alten Goodies leer waren. Und zwar habe ich aktuell die 3843. Das sind so blaue AB-Steine als Goodie im Angebot. Nur zur Info, solange der Vorrat reicht. Also wenn ich packe die jetzt ein paar Mal ab und dann irgendwann gibt es eine neue Farbe. Das ist halt immer wechselnd, weil wie ich gerade so Lust und Laune habe und was gerade so im Angebot. Das packe ich jetzt alles fertig. Da suche ich jetzt die Leinwand gleich noch raus. Und dann geht das Paket an die liebe Moni raus. Lieben Dank für deine Bestellung, liebe Moni. Und vielleicht kann ich dich ja auch mit einem der neuen Bilder anfixen. Lasst uns mal schauen. Ich bin gespannt, was du vielleicht auch zu den neuen Bildern sagst. Das geht jetzt erstmal auf die Reise. Da suche ich die Leinwand gleich raus und dann kommt das nach nebenan und kommt es in einen riesengroßen Karton. Und tatsächlich habe ich für dich auch einen zweite Chance-Karton. Ich habe nämlich noch einen großen Karton, wo das Bild, glaube ich, reinpasst. Also der geht auch als zweite Chance raus. Und somit tun wir beide was für die Umwelt. Du, weil du bestellt hast und das Paket in einem zweiten Karton, in einem zweiten Wahlkarton kriegst, beziehungsweise in einem wiederverwerteten und ich auch, weil ich einen wiederverwenden kann. Und da freue ich mich immer sehr, wenn ich Kartons echt wiederverwenden kann. Ich bin da immer so, das ist immer so, kennt ihr das, wenn ihr, klar, ich muss auch neue Kartons verwenden, ich kann nicht immer nur alte verwenden, aber wenn ich dann mal einen alten verwenden kann, sage ich, ja. Und wieder einmal was für die Umwelt getan. Ich könnte ja mal so Strichliste führen, aber ich glaube, das führt dann so weit. Ich glaube, so viel können wir gar nicht Strichliste führen, wie das dann hinkommen würde. Naja, egal. Machen wir weiter. Wir machen weiter mit der Bestellung, die ich jetzt hier habe. Und ich gucke mal schon gerade für die Bestellung, die ich hier habe. Weil das sind nämlich alles kleinere Bestellungen. Und hierfür könnte ich einen dünnen Karton gebrauchen. Den habe ich nicht hier. Und hier könnte ich tatsächlich auch mal schauen, wo das Mäppchen sehr gut reinpasst. Da habe ich eventuell auch eine Idee, was ich da benutzen könnte. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe nämlich was für euch vorbereitet. Und was soll ich sagen? Es kommt nicht immer auf die äußeren Werte drauf an, sondern auf die inneren Werte. Und das handhaben wir jetzt bei unseren Kartons auch so, okay? Aber wir nehmen zuerst mal einen neuen Karton, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Und danach widmen wir uns den gebrauchten Kartons. Und tatsächlich werden meine gebrauchten Kartons auch immer ein bisschen weniger, weil ihr echt so fleißig bestellt. Aber das macht nichts. Wenn die weg sind, sind sie weg, dann ist es gut. Dann kann ich sagen, jo, ich habe alle wiederverwendet, wo es wieder zu verwenden ging. Manche Kartons kann ich nicht wiederverwenden. Ich kann ja keinen XXL-Karton für euch wiederverwenden und dann irgendwie so drei Produkte reinpacken. Also das geht natürlich nicht, aber so die kleineren Kartons, na, die verwende ich sehr, sehr gerne wieder. Und da kann man halt so schön Kleinigkeiten reinpacken. Ne? Das ist super gut und super praktisch. So, jetzt haben wir erstmal den. Und wir widmen uns erstmal dieser Geschichte hier.
Und zwar ist es eine Bestellung für den lieben Jason. Und der Jason hat sich Abi-Steine bestellt. Und zwar einen ganzen Schwung. Und schaut mal, was er sich bestellt hat. Und zwar hat er sich einmal die 606 bestellt. Die 321. Also er ist sehr, sehr rotlastig gewesen. Die 3705. Die 814. Die 498. Und die 3801. Also der Jace ist sehr rotlastig unterwegs. Einmal Palette rot, aber es ist auch in Ordnung. Ich brauche eine Tasche, die ich verwende. Und ich möchte, der Jason kriegt passend zur Abi-Farbe eine Tasche von mir. Das Coole ist, dass wir die jetzt auch tatsächlich gleich nicht mehr so großartig einpacken müssen. Ich werde das jetzt noch gleich ein bisschen hübscher machen. Und der Jason kriegt auch noch ein Goodie. Aber was packe ich dem Jason denn jetzt ein? Jason, ich glaube, du paintest. Du kriegst ein Magnet von mir. Mit AB wärst du wahrscheinlich auch gut dran. Aber ich packe dir mal ein Magnet ein. Dann hast du auch mal ein schönes Andenken an mich, wenn du auf deine Leinwand schaust. Und siehst dann einen schönen Magneten. So, das kommt jetzt einmal so in die Mitte. Das heißt, ich kann mir das Papier sparen. Aber da kommen noch ein paar blaue Flöckchen. Ich habe leider keine rosa Flöckchen. Es müssen leider blaue sein. Tut mir sehr leid. Also rote habe ich leider nicht mehr. Es tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, blau ist auch okay für dich. Ne? Und die sind tatsächlich neu. Das heißt, sie haben hier nichts an umweltmöglichen Sachen verpackt. So, und jetzt guck dich dann direkt so ein schönes Label an. Und wir können das verpacken. Das verpacke ich tatsächlich nicht nochmal extra, weil halt die Tasche, die gebrandet ist, halt schon, finde ich, sehr, sehr cool aussieht, so wenn dich die anlacht. Und ja, ich hoffe, das ist okay für dich. Ich werde auch wahrscheinlich, gerade wenn ihr nur so AB-Steine bestellt und ich habe eine Mesh-Tasche, die ich dann für euch so, ne, platzieren kann mit meinem Logo drauf, wenn das halt gerade mit meinem Logo ist, dann werde ich euch die auch nicht nochmal einpacken, weil ihr dann einfach auch richtig cool so das sehen könnt, wenn ihr euer Paket aufmacht, dann könnt ihr euch schon freuen. Ihr wisst direkt, von wem es ist und so. Ich finde das tatsächlich echt cool. Und deswegen machen wir das. Nicht, weil ich zu faul bin, das jetzt einzupacken. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich hätte es jetzt auch einpacken können, aber da ist ja ein Logo schon drauf. Und ihr seht das ja dann auch. Und es ist ja dann auch schön eingepackt. Ne, macht es auf und dann hat man es direkt schön präsentiert. Ich finde, da muss man halt auch nicht fünfmal alles einpacken. Wir packen schon viel ein, aber irgendwo können wir auch mal das ein oder andere mal sagen, okay, komm, das geht schon. Finde ich aber cool. Also man hätte es auch einpacken können, aber ich finde es so halt auch wirklich schön clean, schön eingepackt, schön verdingst. Alles schön, schön fest. So, dann kommt einmal die Sticker drauf. Und dann ist das Päckchen für den lieben Jason auch fertig. Ich mache da jetzt noch gleich direkt das Label drauf. Das mache ich aber ohne euch, weil, ne, Datenschutz und so. Und dann kann ich das auf Seite packen und wir können uns ein anderes Karton schnappen. Eine andere Bestellung. Ja. Die nächste Bestellung findet diesen Karton als sein Zuhause ganz wundervoll. Und die packen wir jetzt auch. Welche Bestellung war es denn jetzt? Hä? Ich sollte nicht alles aufeinander schieben. Das wäre vielleicht ganz gut. Ich glaube, das ist die Bestellung, weil hier ist ja das lila Päckchen. Und das lila Mäppchen habe ich schon in den anderen Karton gepackt. Hier ist noch einmal für meinen Müll. Das schiebe ich auf Seite. Da kann ich meinen Müll gleich reintun. Genau. Was haben wir denn hier? Also, wir brauchen einmal... Schaut mal, wir haben ja eine richtig coole Bestellung. So. Was ich allerdings noch nicht gemacht habe, das werde ich nochmal nachholen. Ich werde das jetzt... ihr seht gleich, warum. Also, wir haben einmal Diamond Painting Release-Papier und zwar einmal die Koalas. Ich packe die gleich separat ein. Ich zeige euch das mal so. So. Dann haben wir den Stift dreifarbig in grün-lila-Kupfer. Dann das Motivpapier, die Wale. Dann einmal Release-Papier-Goodie als Bestellung dazu. Ein paar habe ich noch.
Das kommt auch dazu, sehr gerne. Dann einmal Full Magnet Giraffe, die Faun Feder Türkis und einmal ein grünes Mäppchen. So, in das grüne Mäppchen kommt jetzt erstmal das Release-Papier rein, damit das gleich nicht verloren geht und nicht so rumflackert. Dann einfach ein bisschen fixiert. Das Goodie kommt gleich oben drauf. Die packen wir jetzt ein. Die kommen auf eine Karte. Einmal. Was habe ich hier für einen Magneten? Einen kleineren. Zweimal. So. Dann kommt das jetzt hier rein. Jetzt hat sie sich noch einen Stift ausgesucht. Was ich mega cool finde. Allerdings hat die liebe Claudia vergessen, dran zu schreiben, was sie gerne für Steine hätte. So, da ich natürlich jetzt nicht weiß, was die Claudia gerne für Steine haben möchte, ich mache hier jetzt keine drum, weil gerade bei so einem dreifarbigen Stift, da kann ich auch leider oft falsch liegen. Und deswegen kriegt die Claudia einmal so einen Streifen zum Selberkleben. Das heißt, liebe Claudia, wenn du das siehst, du bekommst den noch mit dazu. Das ist ein Klebestreifen. Das Rote machst du ab und darunter ist ein doppelseitiges Klebeband. Ich habe mir das hinten nur markiert. Nicht, dass du denkst, da ist irgendwie Schmutz drauf. Das ist, passt da wirklich drauf. Den klebst du dir einmal in der Mitte drumherum. Du kannst das auch überlappend kleben. Du musst halt nur gucken, dass du den Anfang dann halt das Deckpapier, das Geld, das Rote dann abmachst und dann kannst du dir selber Steine drumherum kleben, ne? Und dann kannst du dir welche aussuchen, die du dann da drauf haben möchtest. Ansonsten kannst du den auch natürlich auch blanko lassen. Du bist nicht gezwungen, da Steinchen drauf zu kleben, aber kannst du natürlich tun. Natürlich kriegt auch die Claudia noch die ganzen Aufsätze dazu. Und ja, dann packe ich ihr das jetzt hier ein, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Und ich habe erst überlegt, ob ich euch den dann ganz blanko zuschicke. Aber ich habe mir auch überlegt, ja, manch einer hat vielleicht es auch nur vergessen und würde vielleicht doch gerne Steinchen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, was zu finden, wo ihr, wie ihr das draufkleben könnt. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. Das doppelseitige Klebeband, das war tatsächlich nicht so einfach. Und jetzt kriegt ihr das dann einfach mit dazu. Und könnt dann im Zweifelsfall euren Stift selbst bekleben. Ich mache das jetzt nur mal kurz, damit das halt da reinpasst. Damit du auch weißt, dass das dazugehört. Weil wenn ich das jetzt so ins Paket lege, dann schmeißt du es weg, weil du nicht mehr weißt, warum. Und so gehört das jetzt einfach zum Stift dazu. Ich packe dir das jetzt hier mit rein. Und dann kannst du dir selber Steine, die du möchtest, drumherum kleben. Und wenn ihr Steine, wenn ihr Stifte bestellt, bitte denkt dran, eure Steinchenfarbe mit anzugeben. Ich versuche dann auch mein Bestes und zur Not frage ich euch auch nochmal retour, warum, wieso, weshalb, was möchtet ihr genau. Aber wenn ihr gar nichts angebt, ich kann nicht jedes Mal nachfragen, das funktioniert nicht, weil eure Bestellungen dann einfach lange dauern, dann seht ihr das nicht und ich kriege das nicht mit und ihr müsst es bitte mit angeben. Aber so, ich denke, das ist eine gute Zwischenlösung, dass du dir den selber draufklebst. Eine Pinzette bräuchtest du noch dazu. Das ist echt sehr hilfreich, damit du den das Rote abgezupft bekommst, weil das ein sehr, sehr gut klebendes klebedoppelseitiges Klebeband ist. Aber es ist halt so schmal, dass man die Steine, die seitlich rausgucken, nicht sieht. Dies ist das, also es ist perfekt für die eckigen Steinchen. Und ja, wenn ihr wollt, kann ich das auch, weiß ja, viele von euch kleben mir auch gerne so Restesteinchen ein, ne? Also macht ihr so ein Color Coach. Und ich weiß ja, dass viele von euch doppelseitiges Klebeband haben. Aber wenn ihr Bock auf so ein schmales Klebeband habt, dass ihr sagt, ich hätte gern so ein schmales Klebeband, dass ich da wirklich nur eine Reihe Steinchen draufkleben kann, ohne dass dein Klebeband noch da drüber oder da drunter vorguckt, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Dann gucke ich mal, dass ich da ein bisschen mehr organisiere und dass ich euch das in den Shop packen kann. Aber ich weiß nicht, ob da überhaupt Bedarf danach ist. Weil ich bräuchte es jetzt tatsächlich ja für die Stifte. Und habe auch lange gesucht, bis ich was Adäquates gefunden hatte. Ich habe mich zum Anfang mit was anderem beholfen. Das fand ich dann aber auf Dauer auch nicht so gut, bis ich das gefunden habe, womit ich jetzt echt tatsächlich sehr, sehr glücklich bin.
Und das ist ja auch immer, tatsächlich auch immer ein Ausprobieren. Ne? Also wir sind ja auch nie final mit irgendwas fertig. Wir fuddeln ja immer an unseren Produkten auch nochmal rum und ändern mal noch so Kleinigkeiten und gucken nochmal hier und gucken nochmal da. Ja, was soll ich sagen? So ist das halt. Aber das ist auch okay. Also ich bin da ja auch transparent mit euch. Manche Sachen können sich im Laufe des Lebens ja auch verbessern. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und optimieren und verbessern finde ich immer gut. Für euch ein noch besseres Erlebnis zu bescheren, zum Kleben oder wie auch immer. Manchmal, klar, kommt man halt an Grenzen, wo man dann sagt, jetzt komme ich hier nicht weiter. Aber manchmal kann man sehr wohl noch Sachen verbessern, optimieren, schicker machen, schöner machen, besser machen, anders machen. Ne? Also ich hab ja mit der 3D gedruckten Release Paper Box angefangen, weil ich das sehr cool fand und so. Die ist tatsächlich auch cool, aber dadurch, dass sie so viel Filament braucht, ist sie halt unheimlich teuer. Die muss ja auch stabil sein. Da passt halt auch nichts rein. Es ist ein gutes Schmuckstück für den Tisch, aber sie druckt unheimlich lange. Ich kann davon nicht viel für euch herstellen. Und ich weiß, dass viele von euch das Release Paper total feiern. Und ich glaube, mit den zwei Möglichkeiten, euer Release Paper zu verstauen, was ihr jetzt habt, ist das super. Also einmal ein Mäppchen, womit ihr arbeiten könnt. Einmal das Album, wo ihr wirklich sammeln könnt. Wenn ihr sagt, ey, das ist so geil, ich sammle. Ich fange jetzt an zu sammeln. Immer mal wieder was und immer mal wieder zwischendurch. Perfekt. Was soll ich sagen? Perfekt. No? Gut. Wir machen aber weiter. Das Päckchen ist erstmal soweit gepackt. Da ist auch alles drin, was da drin sein muss. Und jetzt nehmen wir den Karton. Wir packen das hier rein, aber es sieht ein bisschen langweilig aus, ne? Also, was muss hier? Damit es nicht mehr langweilig ist. Genau. Unser allseits beliebtes Schnipselpapier. So. Aber ich habe tatsächlich noch was Geileres. Und zwar, das werde ich jetzt so reinpacken. Und hier werde ich noch eine Packung, weil das macht es mir gleich ein bisschen einfacher, das zuzumachen. Ich packe da noch eine Packung Dings rein. Eine Luftpolsterverpackung. Und dann kriege ich das nämlich gleich besser zu, als wenn ich da nur Schnürpselpapier drin habe. So, perfekt. Und dann mache ich das zu. Also ihr seht, der Karton hat schon ordentlich gelitten. Aber wie gesagt, es kommt ja aufs Innere drauf an. Und deswegen packen wir das jetzt auch schön ein und schön zu. Hier kommt noch einmal unser Etikett drauf. Hier oben kommt dann das Label drauf. Da siehst du eigentlich nicht mehr viel von. Da kommt jetzt noch einmal quer dein Zettelchen drauf. Und dann kommt noch der Hinweis drauf, dass wir wiederverwendet haben. Sachen. Und dann, liebe Claudia, geht dein Päckchen auch auf die Reise. Vielen lieben Dank für deine Bestellung. Ich freue mich sehr. Und ich mache jetzt eben den Aufkleber drauf. Und dann packen wir das nächste Päckchen ein. Für den nächsten Karton habe ich diesen hier ausgewählt. Auch nochmal ein 3D-Karton, ein 3D-gedruckter Karton. Nein, nicht 3D-gedruckt, nein. Es ist, glaube ich, so viel Papier. Ein Karton vom 3D-Druck. Ja, die benutze ich halt auch ganz gerne zum Verschicken. Vor allen Dingen gerade die man so von oben aufmachen kann. Die sind echt gut. Was ich immer gerne abmache, sind hier so Strich-Barcodes. Damit das Paket auch unterwegs nicht irgendwie mit dem Barcodes dann irgendwie in Berührung kommt. Einmal ein bisschen abknibbeln, ein bisschen durchstreichen und dann... So, ist das gut? Es geht einfach nur darum, dass wenn irgendwie das Paket unterwegs ist, dass der... Die laufen ja auch durch diverse Scanner und so, dass da... nicht irgendwo das Päckchen wegen so einem Barcode hängen bleibt. So, dann wird das drinnen nochmal abgeklebt. Außen machen wir da auch nochmal was drin. Außen klebe ich das auch nochmal schön zu, damit auch ja nichts passiert. So, und unser Karton ist ready.
Karton kommt schon mal auf die Seite. Das heißt, wir schnappen uns jetzt diese Bestellung. Und schaut mal, was wir da haben. Wir haben zweimal den bunten Diamanten, ein lila Mäppchen und ich habe noch die Info bekommen, dass sie gerne Release Paper haben möchte. Und die Stefanie hat mir auch geschrieben, dass ihre Bestellung gerne in einem Video verpackt werden darf. Machen wir natürlich sehr gerne. Da kommt nochmal das Goodie. Das packen wir hier ein. Und dann packen wir das gleich auch nochmal schön ein, weil hier haben wir nichts gebrandetes. Das ist auch völlig okay. Und damit das dann auch ein bisschen schöner aussieht und du weißt auch direkt ins Päckchen aufmachst, dass es von mir ist, packen wir das auch ein. Hätte ich jetzt hier zum Beispiel ein schönes Logo drauf, dann wäre das auch okay gewesen, habe ich aber nicht. Ich versuche tatsächlich, ich will gar nicht so viele Sachen branden. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass dann wisst ihr, von wem es ist und ich kann dann anhand eurer Sachen auch sehen, dass das zum Beispiel von mir ist und so, wenn ihr Sachen irgendwo in einem Video zeigt oder benutzt oder wie auch immer. Aber ich finde, es ist okay, aber es ist auch okay, wenn nicht, ne? Also, ich bin da mit beiden fein. Genau, muss nicht immer mein Name draufstehen. Gut. Dann packen wir das mal ein bisschen ein, wenn ich das irgendwie hinkriege. Manche Sachen lassen sich so schwer einpacken. Das ist unglaublich. Ich weiß immer nicht, wie ich das einpacken soll, ohne dass es kacke aussieht. Gerade bei so unförmigen Sachen, die jetzt nicht so rechtwinklig oder rechteckig sind, ist das unheimlich schwer. Bei den Sachen ja auch, weil ihr seht ja, ne, dass die laufen ja so zu. Es ist unheimlich schwer, die Sachen so einzupacken, damit sie halt auch wenigstens ein bisschen gut aussehen beim Einpacken. Aber ich denke, mittlerweile kriege ich auch das recht gut hin. Was soll ich sagen? Müssen wir das so einpacken. Ich wollte es jetzt eigentlich so packen, aber dann stehe ich auf dem Kopf. Ich hoffe auch auf den Kopf. Wir machen hier das gleiche Prinzip wie bei dem Karton eben. Aber das echt gut funktioniert. Eine Handvoll Schnöpselpapier. Achtung! Am Anmarsch. Dann einmal vorne das Päckchen drauf. Halt einmal umdrehen, damit es schön aussieht, wenn sie es aufmacht. Und hinten kommt einmal Dingsbums. So. Hier kommt dann einmal als Safety-Sicherung das rein. Dann machen wir das Ganze mal zu. Funktioniert's? Ja. Perfekt. Da geht nichts. Sehr gut. Machen wir das immer zu. Dann können wir da auch schon direkt einmal das Ding dran machen. Zack, hier einmal flupp. So. So ist die ganze Geschichte. Da kommt jetzt das Label noch drauf. Und liebe Stefanie, dein Päckchen geht jetzt auch auf die Reise und ist dann hoffentlich ganz, ganz bald bei dir und du hast sehr viel Freude an deinen Produkten. Vielen lieben Dank. So, einmal Label drauf, dann geht's weiter. Das nächste wundervolle Paket ist für die liebe Marie. Die Marie hat nämlich auch ordentlich zugeschlagen. Und zwar, schaut mal, was sie sich bestellt hat. Jede Menge Furries. Jelly Fairies, Hearts Fairies, dann ein paar Magnete, ein paar Metallicsteine und ja, was soll ich sagen, es ist eine sehr coole Bestellung geworden und sie hat sich auch die neuen Farben im Set bestellt, das ist hier dieses Päckchen und packen wir direkt mal ein und was soll ich sagen, liebe Marie, du bist Erstbestellerin bei mir und du kriegst auch ein wundervolles Janine X Täschchen, einfach, ich hoffe, du freust dich darüber, einfach weil es so schön ist. Wir machen es einfach, weil es so schön ist. Also, du kriegst die natürlich auch in einem extra Tütchen, also eine extra Tasche, weil das halt einfach so sein muss. Das hast du ja auch extra bestellt, da gibt es ja auch immer extra eine Tasche dazu. Das heißt, da sind jetzt deine 17 Hearts Fairy Dust Steinchen drin. Also, es ist schon ein ordentliches Päckchen auf Full-Size-Größe. Damit wirst du lange viel Spaß haben und ich wünsche dir viel Freude beim Austauschen. Ich denke, das funktioniert echt gut, wenn du Nachschub brauchst. Du weißt ja, wo du mich findest, ne? Und die andere Bestellung kommt in so ein Mäppchen. Falls sich einer fragt, ist das beabsichtigt? Nein, weil ich habe tatsächlich, die letzte Tüte ist
von der gewesen. Hat perfekt gepasst. Und ich hatte jetzt nur noch diese Taschen in meiner Schublade liegen. Und deswegen nehmen wir die jetzt auch. Es ist eigentlich auch eine ganz normale A5-Mesh-Tasche. Also ist jetzt auch nichts Schlimmeres oder Schlechteres. Aber ich finde es ja ganz cool, dass so dieses Set einmal in meiner Tasche und das andere in der anderen. Und dann, ja, kannst du mir ja mal schreiben, wenn du dich outen möchtest, unter dem YouTube-Video, wenn du das sehen solltest, welches deine Favoritentasche ist. Ich mag die tatsächlich echt total gerne. Die ist richtig, richtig schön. Der Reißverschluss hätte ich mir ganz gerne so in richtig pink gehabt. Aber, was soll ich sagen, die Asiaten und pink ist nicht so irgendwie, wenn du denen sagst, du möchtest gerne einen pinken Reißverschluss haben, kriegst du rosa. So. Ich weiß nicht, was das richtige Wort für pink für die Japaner und Chinesen ist. Lila ist es nicht, pink ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist Magenta vielleicht. Vielleicht, wenn ich nochmal irgendwie Taschen nachbestelle, vielleicht wird es dann auch eine kräftigere Farbe. Mal gucken. Schauen wir mal. Aber wir gucken jetzt erstmal, was du hier Schönes bestellt hast. Du hast dir nämlich ganz viele Sachen ausgesucht. Schauen wir mal. Also, du hast dir ausgesucht, ich guck mal gerade, ist auch alles nur einmal, eckig, metallic, silber und gold. Das sind die beiden hier. Dann hast du dir ausgesucht, einmal das Seepferdchen. Und einmal die Echse in Lila. Die kommen auch definitiv beide auf ein Kärtchen. Das machen wir immer so und das machen wir auch jetzt nicht anders. Ich guck mal nur kurz, was die als Gegenmagnet brauchen. Weil das ist immer unterschiedlich. So. Dann kommen die auch in ein Tütchen rein und dann sind die auch schon mal bei der Bestellung gleich. Die kommen gleich oben drauf. So. Dann haben wir die schon mal. Die kommen jetzt schon mal daneben. Das räume ich mal kurz beiseite. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Das nehme ich mal weg. Das nehme ich mal weg. So, und jetzt seht ihr hier schon meine ganzen Fairy Dust Steine. Du hast dir nämlich ausgesucht die 803. Wo ist sie? Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir alle haben, die du bestellt hast. Die schiebe ich noch mal ein bisschen nach oben und dann könnt ihr mal gucken. Die 803 haben wir. Die 807, das ist noch ein blauer Ton. Die 817 ist ein Rotton, da ist er. Die 906 ist ein Grünton. Die 907 ist ein Grünton. Kommen wir zur zweiten Seite, da haben wir die 909 drauf. Die 917 ist wieder so ein schönes Bärenton-Lila. Gedöns. Die 931 ist ein Blauton. Dann haben wir die 161 ist ein Graublauton. Die 208 ein Lila. Die 3842 ein Blauton. Die 453 ein Helm, ziemlich heller, ja, Beige-Grauton. Dann haben wir die 550, die 600 und die 606. So, das sind alles. Dann haben wir noch das Hardset, das habe ich schon eingepackt. Perfekt. Und somit ist die Bestellung einmal komplett. Packen wir jetzt schön ein und kommt jetzt einmal in die Tasche rein, damit auch nichts verloren geht. Also ihr wisst, ab 6 Tütchen bekommt ihr immer eine Tasche dazu, weil es einfach schöner zum Verpacken ist. Und ob ich euch jetzt nur einen Karton gebe, wo ich das reinpacke, den ihr dann einfach wegschmeißt, oder ob ich euch eine wieder benutzbare Mesh-Tasche gebe, ich finde, vom Preis her ist es fast das Gleiche. Also ich meine, so solche kleinen Boxen, wo man die Steinchen reinpackt, gerade gebrandete Sachen sind halt unheimlich teuer. Und ich finde, halt tut's eine Mesh-Tasche, ich finde es tausendmal besser. Ich persönlich bin da mehr von Fan von, eine Tasche zu bekommen, als einen Karton zu bekommen, wo alles drin ist. Und weil eine Mesh-Tasche kann ich wieder benutzen. Und ich weiß, dass viele von euch ihre Projekte mittlerweile auch in Mesh-Taschen aufbewahren, was ich richtig cool finde, weil es auch mega praktisch ist. Ne? Die kann man halt wieder verwenden. Ihr packt die Steine aus, sortiert euch die um und dann ist das alles fein. So, wir gucken mal, wo wir das reinmachen. Eventuell können wir den großen Karton hier nehmen. Und was soll ich euch sagen? Dadurch, dass wir ein gebrandetes Teil haben, schauen wir mal, ob das so reinpasst. Wir gucken mal, ob das hier so für die liebe Marie reinpasst. Einmal.
zweimal. Was soll ich euch sagen? Es passt rein. Schaut mal, wie schön das aussieht. Es passt genau rein. Das heißt, ich werde jetzt auch nichts nochmal einpacken. Aber was fehlt? Genau, das Goodie fehlt noch. Liebe Marie, ich weiß nicht, was du möchtest, was du nicht möchtest. Du hast nämlich nichts mit angegeben, aber ich habe tatsächlich noch so ein kleines Mini-Päckchen. Da sind nämlich die Etiketten drin zum Aufbewahren von deinen Reststeinchen. Vielleicht hast du ja Reststeinchen und sagst, na, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Und wenn du dir die anschaust und sagst, die Etiketten sind aber cool, dann weißt du, wo du Nachschub kriegst, mich bei mir im Shop. Deswegen ein kleines Pröbchen davon. Vielleicht hilft dir das ja, ist ja vielleicht nützlich für dich und vielleicht sagst du ja auch, oh, wie cool ist das denn? Ein paar Aufkleber sind auch noch dabei, damit es halt nicht so ganz so langweilig wird, ne? Ihr wisst schon Bescheid. Das kommt jetzt hier mit da rein und dann kann ich das quasi schon verschließen und da sollte auch nichts passieren. Was ich allerdings noch mache, ist ein bisschen von den Flocken hier einfach zwischen die Tasche machen, damit das halt ein bisschen Stand hat und nicht direkt nach hinten wegrutscht. So. Und wenn ich das jetzt zumache und sie das jetzt aufmacht, dann hat sie es direkt schön. Ne? Also sie hat direkt eine schöne Tasche dabei und die andere Tasche ist darunter versteckt. Ich finde es sehr cool. Mir gefällt das tatsächlich echt ganz gut. Und was soll ich sagen? Mir spart es das Einpacken. Aber nicht, weil ich zu faul bin, sondern weil ich es einfach so cool finde, dass das alles so schön einmal reinpasst und dann auch so cool aussieht. Hätte ich jetzt nur die eine Tasche gehabt, hätte ich es eingepackt, hätte ich dann gesagt, ein bisschen schöner. Aber ich gucke direkt mein Logo an und das ist cool. Richtig cool und deswegen können wir das jetzt auch einmal zumachen. Und das Päckchen geht an dich auf die Reise, liebe Marie. Und ich hoffe, du freust dich. Und es ist dann auch als da. So. Irgendwie stehe ich mit dem neuen Abroller nicht. Also mit dem neuen Packband stehe ich noch ein bisschen auf Kriegsfuß. Das Problem ist, das lässt sich so gut abrollen. Es ist zwar laut, aber es lässt sich so unheimlich gut abrollen, dass ich da kaum so Zug drauf habe. Wisst ihr, wie ich meine? Normalerweise braucht man ja da ein bisschen Zug, damit man es auch nicht abrollen kann. Damit man es auch ja, so schlierenfrei abrollen kann. Aber das klappt bei dir mir leider nicht immer. Ist aber nicht ganz so schlimm. So, wir machen jetzt hier noch die Laschen drauf. Und dann kommt da gleich das Etikett drauf und dann geht das direkt auch raus. Raus aus dem Haus, an dich raus. So, was soll ich sagen? Schick, schick ist es, liebe Marie. Dein Päckchen geht auf die Reise. Vielen lieben Dank. Wir machen gleich weiter. Ich glaube aber, die Marie heißt eigentlich Franziska und hat einen Doppelnamen. Liebe Franziska, Marie, Marie, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke mal, du wirst Franziska als ersten Namen haben, was dein normaler Name ist. Es tut mir sehr leid, wenn ich jetzt Marie immer zu dir gesagt habe, aber Marie finde ich auch ein schöner Name. Also deswegen, Franziska ist auch okay, Marie ist auch okay. Ich mag beides. Ich mag vor allen Dingen, dass du bei mir bestellt hast. Nein, finde ich sehr gut. Es tut mir sehr leid, manchmal, ich habe irgendwie, genau, weißt du, was das Problem ist? Du hast zuerst deinen Nachnamen bei mir in die Bestellung reingeschrieben und dann deinen Vornamen. Und ich habe jetzt tatsächlich, wie gesagt, es ist noch früh am Morgen, es tut mir sehr leid. Ich habe irgendwie nur den Vornamen ganz hinten gelesen und den in der Mitte habe ich einfach gerade ignoriert. So soll es natürlich nicht sein, es tut mir sehr leid. Und ja, also ich glaube, auf dem Versandlabel habe ich es richtig rumgeschrieben und es ist auch richtig drauf. Aber ja, auf dem Lieferschein ist es halt so, wie du es eingegeben hast und du hast es halt umgekehrt eingegeben. Manchmal ist es ja auch so, auf vielen Behörden gibt man ja auch immer zuerst den Nachnamen ein, aber bei vielen Sachen, in vielen Shops bitte erst den Vornamen, dann den Nachnamen. Mm. Aber wie gesagt, es ist halb so wild. Ne? Macht euch da keine Gedanken. Ich kriege das immer schon hin. Dadurch, dass die Labels auch nicht automatisch rauskommen, sondern dadurch, dass ich sie auch erfasse, manuell, wirklich in der Post oder in der App, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich so kleine Fehler auch immer korrigieren kann. Auch wenn ihr einen Rechtschreibfehler habt, wo ich mir nicht sicher bin, dann frage ich euch nochmal. Wo ich mir relativ sicher bin, lasse ich es dann noch so. Und ja, also macht euch da bitte keinen Stress. Alles gut. Was machen wir als nächstes? Als nächstes kommt das richtig große Paket. So, was haben wir denn da? Und das ist ein Paket von wem? Von der lieben Katrin. Die Katrin hat auch ordentlich zugeschlagen. Was soll ich euch sagen? Die Katrin hat echt ordentlich zugeschlagen. Und zwar, schaut mal, was sie alles hat. Sie hat noch Hartsteinchen, Fairy Dust, Stifte. Packe ich mal kurz hier rein. Die packe ich mal.
Dann hat sie sich echt alle drei 35er Slotboxen mit den dreifarbigen Halterungen drin schon. Drin, in der Box schon drin. In der Box schon drin? In der. Ja, in der Box schon drin. Geschnappt. Hier sind nochmal ein paar Steinchen. Nochmal AB-Steinchen. Eine 35er Box, die wir gleich noch nachgucken müssen. Und ja, ich habe tatsächlich aktuell keine vorbereiteten 35 Slotboxen. Asche auf mein Haupt, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich welche vorbereite, die sind immer so, sind weg. Was soll ich sagen? Wir brauchen eine Halterung. Die kommt ja immer mit dazu. Wir brauchen noch ein Döschen mit heilen Döschen, die wir zur Not austauschen können. Und jetzt machen wir das einmal auf. Und schauen kurz mal in die Box rein. Also das mache ich tatsächlich bei allen Boxen, weil, schaut mal, ich zeige euch jetzt auch mal warum. Ich habe das mal eine Zeit lang nicht gemacht und habe einfach nur ausgetauscht und weggeschickt. Und wenn du dann Reklamationen bekommst, wo es dann heißt, ja, da war ein kaputtes Döschen dabei, es ärgert mich unheimlich, weil gerade solche Sachen dann nachzuschicken, kostet unheimlich viel Geld. Und wenn der oder diejenige dann nicht nochmal bestellt, was wollt ihr machen? Ein Päckchen nochmal nachbestellen, das ist halt einfach unwirtschaftlich. Deshalb gucke ich lieber vorher. Und dann würde ich nämlich solche Sachen wie hier, die finde ich nämlich dann schon vorher. Und zwar ist das Döschen tatsächlich kaputt. Und sowas will ich nicht verschicken. Und bei den Döschen ist es halt auch manchmal so, dass die nicht richtig schließen. Und die sortiere ich auch aus. Das heißt, ich schaue immer, ob die richtig zugehen. Und das geht zum Beispiel richtig zu. Hier haben wir noch eins. Das geht ein bisschen schwer, aber das ist auch nicht schlimm. So, das lässt sich auch vom komplett schließen. Dann gucke ich nochmal weiter. Hier haben wir zum Beispiel ein Döschen, was an der Seite offen ist. Und das lässt sich aber auch schließen. Also das geht nur halt schwer. Aber das lässt sich auch komplett schließen. Da passiert auch nichts, wenn man das zumacht. Manchmal hat man so Dosen, hier wie jetzt zum Beispiel hier. Ne? Das ist das beste Beispiel. Merkt ihr das? Das springt immer wieder auf und die tausche ich auch aus. Wenn ich die sehe, dann tausche ich die aus und dann kommt dann ein heiles Döschen rein. Genau wie bei dem kaputten Döschen auch da einmal ein heiles Döschen rein. Klar kann es immer mal sein, dass ihr noch ein Döschen dabei habt, wo so eine Ecke aufspringt. Aber in der Regel habe ich die schon ausgemerzt und rausgefunden und raussortiert. Aber es kann immer mal sein, dass doch noch mal so eins dabei ist, wo die Ecke nicht ganz zugeht oder der wieder hochgeht. Aber in der Regel sollte das tatsächlich gut funktionieren, dass das alles bleibt, so wie es ist. So, das heißt, die sehen jetzt alle so weit fein aus. Ein nehme ich eins raus, dann kommt die Halterung rein, so. Und dann, na, also bei mir ist es ist tatsächlich total einfach, diese Halterung einzusetzen. Wir nehmen das Döschen mit der Halterung und setzt das einfach an den Platz. Fertig. Die passen nämlich perfekt rein. Wenn ihr da mehrere Halterungen braucht, setzt die bitte im Schachbrettmuster in die Box ein. Ihr kriegt die Halterung auch einzeln bei mir im Shop. Es wird auch wieder neue bunte Mixe geben. Es wird einfarbige Mixe geben. Schaut bitte einfach mal in den Shop. Zum 6.3. Da wird alles aufgefüllt. Da wird ziemlich viel kommen. Ich hoffe nur, ich habe genug für alle da. Aber ansonsten, die Sachen kommen auch immer wieder. Wenn ihr sagt, ich hätte aber gerne zum Beispiel, weiß ich nicht, einen lila, grün, blau, irgendwas Ton. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben und dann können wir gucken, was wir da machen können. Dann kann ich die euch auch direkt herstellen und dann könnt ihr die bei der nächsten Bestellung einfach mitbestellen. Das funktioniert tatsächlich auch. Also das ist einmal fertig, die Halterung ist drin. Döschen sehen auch einfach super aus. Perfekt. So, das heißt, wir können jetzt weitermachen mit der Bestellung. Also gut, wir schauen mal, ob wir jetzt alles haben, ja? Lass uns mal bitte schauen. Wir brauchen einen ergonomischen Stift mit Grün und Leucht. Der leuchtet ein bisschen nachts. Dann haben wir einmal den Stift mit Silbergoldkugeln und bunten Ringen. Das ist dieser Stift hier. Ich zeige euch den nochmal in echt. In echt sieht er dann so aus. Der hat so richtig schön AB-Kugeln drin und dann so bunte Ringe zwischendurch. Den gibt es auch noch im Wechsel mit AB und bunten Bubbles. Und den gibt es auch noch mal, wenn ihr sagt, okay, ich will den gerne ein bisschen dunkler haben, so ein bisschen mehr goldener. Das gibt es auch noch in Kupfergold. Die haben wir auch noch ein paar Mal im Shop. Und was haben wir noch? Der ist irgendwo gerade auf Reisen. Ah ja, der ist bei meinem Wolfsbild gerade auf Reisen. Wir haben noch einen mit nur silbernen Bubbles, ne? Also nur mit dem silbernen AB-Kugeln. Den habe ich aber gerade bei meinem Wolf in Benutzung und die ist gerade in meiner Schublade verschwunden, weil
Wenn wir einpacken, steht es sonst einfach im Weg. Wollen wir nicht. Genau. Dann hat sie sich noch einmal den weißen Becher im Wellendesign. Da kommen jetzt nochmal tatsächlich zwei in den Shop. Mehr habe ich tatsächlich nicht fertig gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht noch ein dritter reinkommt. Aber das war, glaube ich, der letzte. Genau, der letzte, der noch verfügbar war. Es gibt aktuell sonst keine mehr. Kommen aber immer mal wieder nach. Immer mal so Einzelstücke, was ich gerade so in Benutzung habe und wo ich gerade denke, oh, das könnte ganz cool sein. Und dann haben wir jetzt tatsächlich, schaut mal, wir sind jetzt bei den Harz Fairy Dust Steinen und zwar mit der 995. Dann die 3865, die weißen hat sie sich noch bestellt. Die haben wir hier. Die 550. Die 703. Dann hast du dir noch bestellt die Harzsteine in 5200 und 3756. Dann hast du dir noch bestellt eckige AB-Steine in der Farbe 703. Das ist auch eine richtig coole Farbe. Da kann man mal sehen, also die Grundfarben sind halt fast auch identisch und das eine ist so ein bisschen mehr schillernd. Ich zeige euch die mal im Vergleich. Das ist ja echt, jetzt ist jetzt natürlich echt ein cooler Vergleich. Ne? Seht ihr das? Die 703 AB schimmert mehr. Und bei der 703 mit den Fairy Dust, da habt ihr so einen ganz leichten Silberschimmer. Ne? Also die haben mehr Wumms und die sind ein bisschen dezenter. Also wenn man die mal im Vergleich sieht, ist das richtig cool. Habe ich tatsächlich auch nicht oft. Jetzt hat es total gepasst. Zeige ich euch natürlich. Dann hat sie sich noch ausgesucht, genau, die Boxen, die drei Boxen und die einmal die 35er Slotbox. Ist eine Menge, muss verpackt werden. Vor allen Dingen die Boxen müssen ordentlich verpackt werden, damit die nicht kaputt gehen. Die anderen Sachen bin ich ganz fein mit. Da schnappe ich mir jetzt einfach mal eine Tasche, wo die jetzt alle reinkommen, zumindest die ganzen Steinchen. Ihr seht, wir haben mehr wie sechs Steinchentüten. Wir haben 5 plus 2. Die großen zählen auch immer mit. Die kommen da rein. Von den Harzsteinen gibt es dann auch demnächst noch ein paar mehr. Da könnt ihr dann auch dunkle Farben noch bei mir im Shop finden. Ein paar helle Farben. Schaut gerne einfach mal vorbei zum Release-Tag. Da gibt es dann einiges noch. Und es wird endlich auch Produktbilder zu den Steinen geben. Tatsächlich habe ich es bisher noch nicht geschafft. Das ist ganz, ganz, ganz doof. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Aber ich habe alle Produktbilder dazu fertig und habe die auch alle schon irgendwo im Petto. Die Stifte kommen jetzt hier mit rein. Passt perfekt. So, dass wir das einmal komplett haben. Hast du dir eigentlich ausgesucht, was du gerne hättest? Nee. Och Mensch. Mensch, liebe Katrin. Du hast dir keinen Goodie ausgesucht. Das geht jetzt so aber nicht, ne? Weißt du was, liebe Katrin? Du hast dir eckige Steinchen bestellt. Du kriegst auch einmal eckige AB-Steine. Rein damit, rein ins Paket. Und ich hoffe, du freust dich. Und wir müssen jetzt auch weiter einpacken. Also, die Sachen sind zumindest schon mal verpackt. Die sind schon mal alle safe. Wir packen jetzt den Becher ein. Wir müssen die Boxen einpacken. Die Boxen einpacken wird gleich ein bisschen creepy sein. Müssen wir gleich mal schauen, wie wir das gut hinkriegen, weil ich auch einen großen Karton brauche, wo ich die irgendwie einpacken will. Und ich will die immer im Doppelpack einpacken, weil ich das, glaube ich, ganz gut finde. Ich packe da noch was dazwischen, damit die halt nicht Dose auf Dose reiben. Und dann müssen, aber das müssen wir zuerst einpacken. So. Einmal. So, dann ist es einmal dicht. Da passiert nichts, aber ich kann das gleich besser einpacken. Ihr seht gleich, warum. Die werde ich jetzt nicht nochmal extra einpacken. Das werde ich aber gleich nochmal einpacken, weil da, wie gesagt, kein Branding drauf ist. Und ja, schauen wir mal. Der Wellenbecher geht tatsächlich unterwegs nicht kaputt. Also das ist einer der wenigen Sachen, wo ich absolut gar keine Bedenken habe für den Transportweg. Ja, weil der ist so robust. Die ganzen Wellenbecher sind so robust designt, dass da eigentlich wirklich nichts passiert. So, einmal rein damit. Dann brauche ich einmal ein bisschen Teser. Einmal zumachen. Kurz festhalten. Ich sage euch, das einzupacken ist eine Katastrophe, weil die halt, wie gesagt, ja nicht gerade sind. Und oben kann ich die dann einfach so ein bisschen zuknüdeln. Aber ich muss vorsichtig sein, ich habe mich schon wieder das Papier eingerissen. Das Papier ist halt leider sehr dünn, aber
So, mach einmal fest. Hier kommt dann noch ein Sticker auf die Seite. Einfach, weil es schöner ist. So. Und dann kann das nämlich auch gleich ins Paket wandern. Dann müssen wir die Sachen hier einpacken. Hier habe ich mir tatsächlich überlegt, noch was dazwischen zu legen. Da muss ich allerdings mal gucken, ob ich was finde. Was ich da gut dazwischen packen kann. Sowas zum Beispiel. Einfach was so ein bisschen die Sachen schützt. Das schneide ich nochmal eben zurecht, damit das hier direkt drauf passt. So, das heißt, die eine Box kann jetzt ganz bequem auf die andere Box. Das ist auch tatsächlich rutschhemmend. Jetzt muss ich mal gucken, da bestimmt noch so eins. Habe ich noch sowas? Das ist ein bisschen schmal, aber ich habe sowas Ähnliches noch hier. Ein bisschen groß. Obwohl, das ist vielleicht zum Einpacken super, ne? Nee. So. Dann schneiden wir uns das auch mit ihm zurecht. Beziehungsweise, ich lasse das jetzt einfach so drauf. Wir packen das ja gleich eh nochmal ein. Da kommt ja noch was drumherum, das ist jetzt nicht schlimm. Was packen wir denn drumherum? Ich überlege gerade. Packen wir da Bubblefolie drumherum? Oder nutzen wir das hier zum Beispiel sogar? Einmal in der Mitte durchgeschnitten, reicht sogar für beide. Mache ich jetzt auch. Und dann packen wir das hier einfach in dem ein. Das ist auch, das ist tatsächlich echt, es ist zwar dünn, ihr möchtet jetzt vielleicht denken, das hält doch nichts, doch. Weil das nämlich so gut flauschig ist, sage ich jetzt mal. Also das hat so Lufteinschlüsse, dass das echt weich ist. Ne? Also wenn ihr drauf fasst, ihr merkt es richtig, dass das nachgibt. Und wir müssen es ja eh ein paar Mal drumherum wickeln. Von daher passt das dann auch. Das lässt sich, denke ich mal, gut drumherum wickeln. So. So. Dann können wir das auch nochmal zusammenkleben. Und dann gucken wir mal die Seiten. Die Seiten ist tatsächlich gar nicht das Problem, weil wir wahrscheinlich einen Karton haben, wo wir das eh von allen Seiten dann so ein bisschen schützen können. Aber ich mache die Seiten, soweit es geht, noch ein bisschen zu. Ich finde, es muss halt echt immer gut zu euch ankommen. Idealerweise auch ohne irgendeinen Schaden zu produzieren. Und lasst euch gesagt sein, das alles einzupacken ist immer echt kniffliger, als man denken mag. Ich habe auch gedacht, ach komm, wir machen es einfach mal so, dann noch ein bisschen so, noch ein bisschen so. Ja. Bis man dann anfängt einzupacken, denkt sie so, irgendwie passt das nicht so ganz. Also, das ist jetzt gut verstaut. Wir haben wirklich einmal Safety drumherum gewickelt. Das machen wir jetzt mit dem zweiten Paket auch. So. Mal eben kurz draufsetzen, damit das halbwegs gerade eingerollt werden kann. Und auch hier machen wir die Seiten noch einmal schick zu. Wenn es denn möchte. So, einmal. Und die andere Seite her. Das ist wieder ein bisschen schwieriger. Wir haben, das ist nicht lange nicht breit genug gewesen. War ein bisschen zu schmal, aber. Das ist, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm. Wir polstern das ja gleich im Paket noch ein bisschen. Machen trotzdem die Ecken so ein bisschen zu. Weil gerade auch die Ecken ist halt immer so ein bisschen, was dann stoßempfindlicher sein kann. So, auch das Paket haben wir jetzt schick eingepackt. Cool.
Jetzt packen wir das hier noch ein. Es wird hier wahrscheinlich nicht hier. Wird das hier raufpassen? Wir gucken mal. Gucken mal, ob wir das hier so einfach so schick einpacken können. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Auch das passt. So, machen wir hier noch schick drauf. So, ne, machen wir das einmal so, dann kommt das so schick eingepackt ins Paket. Sieht super aus. Und jetzt brauchen wir noch natürlich ein Paket, wo wir das alles reinpacken. Ich habe auch tatsächlich schon eine Idee. Ich musste tatsächlich einmal kurz Probe-Tetris spielen. Das passt. Ja, passt. Also, ich hole noch mal kurz raus, weil wir hier gleich weitermachen müssen. Und zwar habe ich einen etwas höheren Karton. Und da packen wir gleich alles rein. Schaut mal den Karton. Da kommt jetzt unten eine Schicht rein, die ein bisschen die Sachen schützt. Und zwar werde ich unten, ich guck mal, ob das passt. Wir müssen gleich mal gucken, ob das passt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Einmal so ein bisschen Luftpolsterfolie reinmachen. Einmal links, einmal rechts. Dann kommen die Kisten rein. Das passt tatsächlich, aber das Problem ist jetzt, dass das ein bisschen zu hoch ist, weil ich kriege das nicht mehr drauf, dann glaube ich. Ja, also das funktioniert leider nicht, ich brauche was anderes. Etwas, was ich habe leider diese Matten, ich hatte mal so Matten zum Auslegen. Ich gucke mal, ob ich die noch habe. Also ich habe so eine Folie nicht gefunden, aber ich habe noch Bubblefolie. Ne, also ich lege jetzt einfach Bubblefolie drunter. Das polstert ja auch ein bisschen. Mehr, was anderes habe ich leider nicht. Das ist dann halt so. Ich lege jetzt die zwei Pakete mit den Dosen quasi hier so dran. So, das heißt, da habe ich jetzt noch Platz für jede Menge Schnipselpapier. Wartet. So. Weil ich nämlich hier am Rande dann mit dem Papier tatsächlich ein bisschen besser auspolstern kann. Schaut mal. Und zwar mache ich das jetzt einfach hier so an die Seite. Und auch hier so ein bisschen. Weil da kommt der Becher gleich hin. So. Da hat der Becher nämlich dann schon gleich Platz. So, der Becher kommt da jetzt schön hin. Ich stelle den mal hin. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Der kommt hier so in die Mitte, weil hier die zwei Laschen sind. Haben wir das einmal schon mal so weit ausgepolstert? Dass, wie alles runterfällt, dass wir jetzt unser Päckchen noch oben drauf legen können. Und ich jetzt auf der Seite nehme ich diese Luftpolstertasche noch einbringen kann. Die funktionieren nämlich jetzt tatsächlich ganz gut noch als Polsterung. Einfach für so oben drauf. Und hier muss ich mir jetzt mal überlegen, wie ich das mache, weil das ist tatsächlich noch nicht hoch genug. Ich habe leider kein Schnipselpapier mehr da. Aber ich möchte, dass das halt irgendwie so möglichst bündig abschließt, dass das alles super passt. So, jetzt kann ich das schön zumachen. Hier kann nichts kaputt gehen, weil wir noch ein bisschen Papier drunter haben, was das ein bisschen abdämpft. Aber jetzt kann ich das bequem zumachen. Und das ganze Paket geht wohlbehalten und sicher, vor allen Dingen, auf die Reise. Und was soll ich sagen? Und ist dann auch die nächsten Tage bei dir. Sehr cool. Was du nur machen müsstest, ist bitte das Paket vorsichtig aufschneiden, weil da guckt schon das Logo durch.
Aber ich denke, das wird kein Problem sein mit dem Aufmachen. Ich hätte da vielleicht noch einen Schutz reinmachen sollen, ne? So ein bisschen so ein Aufschneidschutz. Aber ich denke mal, wie man es macht, macht man es einfach verkehrt. Vorsichtig aufschneiden und dann sollte das auch funktionieren. Macht man ja sowieso, ich denke. Nicht jeder reißt da irgendwie seine Pakete auf. Das, glaube ich, machen die wenigsten. Also ich bin immer ganz vorsichtig beim Aufschneiden. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel erst die Seiten aufschneidet und dann hier ein bisschen anschneidet, dann könnt ihr das auch einfach aufziehen. Das geht auch normalerweise ohne Probleme, dass man da jetzt irgendwie alles aufschneiden muss. Und das Paket ist super gut eingepackt und geht wohlbehalten auf die Reise. Und das war tatsächlich das letzte Paket, Leute. Was soll ich euch sagen? Ich mache da ein Label drauf. Und dann bringe ich die Pakete schnell einmal runter und dann machen wir gleich weiter. Ich habe ja noch was für euch. Mein Tisch sieht aus wie ein reinstes Chaos, aber was soll ich euch sagen? Ich bin ready für die Post. Die Post kann kommen. Bin startklar. Alle Pakete sind unten. Die restlichen Zettel noch verstauen, damit ich euch gleich die Sendernachricht schicken kann. Ein bisschen aufräumen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Was meint ihr? Aufräumen? Eine gute Idee, ne? Ein paar Pakete habe ich schon angefangen zu packen. Die kann ich allerdings nicht fertig packen, weil noch Release Paper fehlt. Das habe ich noch nicht fertig. Da sind noch einige Bestellungen, wo noch ein bisschen was geschnippelt werden muss. Das werde ich jetzt ganz entspannt am Wochenende machen, damit die dann auch Anfang nächster Woche zu euch rausgehen können. Ja. Ansonsten sieht das Ganze jetzt schon etwas entspannter aus. Kein Stress mehr, die Post kann kommen, alles fertig, supi. So soll es doch einfach sein, oder? Was meint ihr? Das ist eigentlich der beste Zustand, den man so haben kann. Prost! Was wir aber noch machen müssen, was wir noch nicht gemacht haben in diesem Video, ist unsere Monatsstatistik. Wir haben ja unseren Februar. Wir sind jetzt zwar schon im März, wir sind aber erst im 2. März. Das heißt, den März werden wir jetzt noch nicht machen, den werden wir beim nächsten Video machen. Das heißt, der 30. fällt raus, der 31. auch haben wir nicht. Aber dadurch, dass wir dieses Jahr Schaltjahr haben, haben wir den 29. auf jeden Fall. Ich habe die App schon aufgemacht und habe jetzt meine Bestellungen vor der Nase und ich bin mal gespannt. Also das Ziel war ja 100 Bestellungen. Mal gucken, ob wir das erreicht haben. Wir haben am 24. Ich brauche noch eine andere Farbe. Blaues wäre noch cool, ne? Nehmen wir was Blaues? Haben wir noch irgendwas Blaues? Ich weiß nicht, ob der schreibt. Wir gucken mal. Nehmen wir mal. Dieses ist ja eigentlich kein Blau, aber... Oh, ich habe Blau. Blau, 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 Blau. Da ist Blau. Nehmen wir das Blau. Okay, nehmen wir das Blau. Wir haben am 24. tatsächlich 4 Bestellungen bekommen. Tragen wir eine 4 ein. Am 25. habt ihr euch selber überschlagen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Am 25. kamen nämlich stolze 7 Bestellungen rein. Dafür war es am 26. Mau. Da kam nichts rein. Ist aber auch nicht schlimm. Ich schaffe es so auf jeden Fall super gut, eure Bestellungen einzupacken und auf einem guten Stand zu sein. Am 27. habt ihr euch dann wieder gedacht, so jetzt aber, Janine, nicht, dass du denkst, du hast dir nichts zu packen, ne? Wir kommen noch mal. Da waren es dann tatsächlich 6 Stück. Am 28. wurde es dann noch mal ein bisschen weniger. Da haben wir nur 2. So, und am 29. haben wir 4 Bestellungen. Und jetzt können wir mal die ganzen Zeilen seitwärts laufen. Wir haben 4 plus 3 sind 7. Wir haben hier 9. Und hier haben wir 13, 15. Und hier haben wir 4. Macht in Summe. So, wer kann von euch jetzt schnell rechnen? Ich irgendwie nicht mehr. Ich brauche einen Taschenrechner. Okay, wir haben ja so einen Taschenrechner auf dem Handy parallel, ne? Also ich filme ja mit euch und ich habe ja hier parallel noch ein zweites Handy. Macht manche Sachen ziemlich viel einfacher. So, wir sind mit 32 gestartet. Plus 6 plus 11 plus 19 plus 12 plus 9 plus 15 plus 4. Und da, wer hat mitgerechnet? Ja, wer hat von euch schneller mitgerechnet? Genau. Wir haben tatsächlich meinen anvisierten Bestellmengenwunsch
hört sich das jetzt komisch an, aber das ist das, was ich meine. Was ich mir tatsächlich gewünscht habe, haben wir erreicht. Wir haben 108 Bestellungen. 100 habe ich mir ja gewünscht, wo ich gesagt habe, oh, das wäre schon cool, wenn wir so 100 Bestellungen im Monat haben. Wäre schon echt prima. Wir haben tatsächlich 108. Ich bin sehr happy. Es kann so weitergehen, Leute. Es kann so weitergehen. Und ich freue mich schon auf meinen Relaunch am 6. Auf den... Da kommt wirklich sehr, sehr viel. Ich bin schon viel am Arbeiten, viel am Machen, viel am Packen und so weiter und so fort. Am Drucken bin ich auch noch parallel. Ich bin gespannt, wie es nächsten Monat aussieht. Also das sieht tatsächlich von der Anzahl der Bestellungen. Ne? Also ihr habt natürlich dann auch irgendwo einen Umsatz generiert und der natürlich abzüglich aller Kosten, da bleibt halt irgendwas übrig. In der Regel sollte es zumindest so sein. Und ich muss euch sagen, ich habe mich bei dem letzten Paket verletzt. Moni, dein Paket ist schuld. Moni, falls du das siehst, danke. Nein, ich habe mich an der Kante... Also ich muss ganz ehrlich sagen, passt bitte auf, wenn ihr so einen Abroller habt, weil diese Spitzen sind sehr scharf und damit habe ich mich tatsächlich im Daumen geritscht. Es tut sehr weh. Das ist fast so schlimm, wie wenn man sich an Pappe schneidet. Papier zwirbelt, das geht aber relativ schnell weg, aber Pappe hat man ja einen dickeren Schnitt und genauso ist es bei dem Ding auch. Das tut höllisch weh. Ich habe jetzt ein Pflaster drauf gemacht, ein bisschen Salbe. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie die nächsten ein, zwei Tage ist das dann wieder gut. Aber es tut auf den Anfang echt schon ordentlich weh. Aber wir wollen ja gar nicht lange rumschnacken. Den haben wir fertig. Das heißt, für Februar machen wir den jetzt zu. Und für März starten wir den im nächsten Video. Ja, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall... Ich habe den Faden verloren. Egal. Was ich sagen wollte, auf jeden Fall cool und ich bin mal gespannt, was es im März dann alles so gibt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Mein Gehirn ist gerade leer. Leer. Aber ich bin sehr glücklich. Also Februar ist schon mal super gelaufen. Für mich jetzt persönlich. Und ja, kann so weitergehen. Und es hängt natürlich nicht an mir, auch natürlich an mir, aber es hängt natürlich auch an euch. Und ich finde es halt toll, dass ihr trotzdem meine Produkte halt toll findet und halt auch immer wieder bestellt. Kleinigkeiten, größere Sachen. Es ist da tatsächlich von allem immer ein Mix da. Mal kleinere Bestellungen, mal größere Bestellungen. Mal mit Bildern, mal mit ohne Bilder. Also wirklich querbeet, aber das macht es auch... Für mich tatsächlich umso spannender, immer zu gucken, was habt ihr euch denn bestellt? Wo läuft denn euer Herz hin? Ne? Also das ist tatsächlich für mich auch immer total spannend. Und ja, was soll ich euch sagen? Dankeschön für diesen tollen Februar. Mal gucken, was wir so im März veranstalten. Auf jeden Fall gibt es morgen noch ein Video. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll, aber schaut einfach mal vorbei. Das geht morgen um die... Projekte, die noch anstehen und die noch am Laufen sind. Ich werde euch nicht meinen aktuellen Stash zeigen können. Das geht logistisch einfach tatsächlich echt nicht. Aber ich habe eine andere Idee für so ein Mini-Format. Es wird kein mega langes Video sein, wird nur ein kurzes Video sein, aber vielleicht für den einen oder anderen von euch gar nicht so uninteressant, wenn ihr mögt. Ansonsten finde ich, habt ihr ein schönes Wochenende verdient, so wie ich auch. Ein Arbeitswochenende. Und einen guten Start in die neue Woche wünsche ich euch auf jeden Fall. Lasst es euch gut gehen. Habt Spaß bei dem, was ihr auch immer tut. Bleibt gesund und nicht so verschnupft wie ich oder die Heidi zum Beispiel. Die hat es ja auch echt arg erwischt gehabt. Naja, passiert halt manchmal an alle, die irgendwie unter Schnupfen leiden oder erkältet sind. Ich wünsche euch eine gute Besserung. Lasst es schnell wieder gut werden, weil ja, es ist, krank sein ist doof. Ich weiß nicht, krank sein ist echt doof. Und wenn man so neben der Spur steht auch. Langsam bin ich auch etwas fitter, etwas wacher vor allen Dingen. Ihr merkt es wahrscheinlich schon. Ich ist nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang des zweiten Teils. Stopp. Und ja, Horrido und fette Beute. Das ist der letzte Satz, den ich euch noch an den Kopf werfen möchte. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.